So, liebe Freunde, da wären wir wieder beim wundervollen GTA-RP. So, tauch auch mal nochmal schnell auf. Hallihallo. Ich bin immer noch irritiert, immer wenn wir uns hier einloggen und erstmal ein paar Litos spawnen, aber ist ja nur die Wohnung zum Glück. So, ach so, Teamspeak. Warte mal. So. Ich habe gestern ein Salty Chat. Alter, Stimme kackt instant schon ab, ey. Fängt gut an. Salty Chat mal neu installiert, in der Hoffnung, dass wir endlich irgendwann mal die Funkdinger hören können. Wäre echt cool. Ich werde es herausfinden. So. Habe ich das Spiel schon geunmutet? Warte mal. Haben wir, okay. Check, Panda Queen, check. So, bla bla bla, das da, was ziehen wir denn heute an, um in den Dienst zu gehen? Ich glaube, ich bleibe einfach mal gemütlich unterwegs. So, wir haben eine Nachricht, oder mehrere Nachrichten, okay, warte mal. Ja, waren auch gestern unterwegs. Schon spannend alles, aber sehr viel. Ja, das fühle ich. Hey, Männers, ja, das stimmt. Gestern Abend war recht viel los. Gestern. Das haben sie am 27. Am 26. dann. Wann waren wir zuletzt im Dienst? Am 25.? Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube. War aber sehr spannend. Mit dem Funken komme ich noch nicht hin. Ja, alles Übungssache. Heute werde ich frei machen, dann mit Kopfplatz, bla bla bla, Modul. Passt auf euch auf. Okay, ja, entspannt. Ich guck nochmal ganz kurz auf Venture, ob irgendwas Spannendes offen hat. Haynes. Just Right hat offen. Mr. Glass ist auch, okay. Theoretisch brauche ich noch einen Fahrradhelm irgendwo her, aber ja. Hat jetzt noch nicht die Eile, sagt er und hatte wahrscheinlich gleich einen Verkehrsunfall. Ich sehe schon kaum. Ivam, so. Ich habe mir jetzt noch hier nach DBD, falls ihr da später vorhin ja auch noch dabei wart, ne, bei DBD, habe mir jetzt mal eine Pause gegönnt. Okay, mir jetzt haben wir auch nichts Neues, ja dann. Pause gegönnt und so und ja, wie es immer so ist, mir ist jetzt schlecht vom Essen, ey. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist aktuell echt, ach ja, ich habe ja meinen Kühlschrank hier rüber. Da hätte ich doch nichts essen sollen, aber das Essen war eigentlich lecker, ey, das ist so, ach. Ich hasse es, ey. Ist wirklich einfach nur nervig. Wir können ja in der Polizeistation dann essen. Ich vermute, wir müssen auch noch irgendwie eine Aussage oder so eventuell schreiben. Ich weiß es nicht. Huch, was hat denn hier gewütet? Tornado oder was? Ha. Wieso mache ich mir gerade das Navi an? Mach mal weg. Ich glaube, den Weg finde ich auch noch so. Huch, oh mein Gott. Erstmal Auto beschädigen. Ich guck mal ganz kurz aufs Konto, wobei sich da wahrscheinlich nicht viel getan hat. 2-1. Also gestern kam definitiv nur Minus, weil ich da nicht gespielt habe. Aber ja, ansonsten, wir sind zumindest wieder bei die 2. Wir waren neulich kurz mal drunter, aber auch quasi nur bis 0 Uhr gefühlt. Sagen wir es mal so. Dann machen wir heute einen ruhigen Nachmittag, Kappa. Mal gucken, wie ruhig er wirklich wird. Bin gespannt. So, wir parken auch mal hier wieder. So, wie da einer da gefühlt auch immer parkt. Ich frag mich, wem das gehört. Er hat das R-Wort gesagt, ja.
Rollcall müsste ja, glaube ich, um 19 Uhr sein oder so, was wahrscheinlich dann ganz gut passt, weil dann können wir den noch mitnehmen. Und danach gehen wir dann wahrscheinlich außer Dienst, weil ich dann, wie gesagt, Community Action angesagt ist. Beziehungsweise mit meinen üblichen verdächtigen Freunden, sage ich mal. Der Mittwoch-Spieleabend. Ich weiß noch nicht, ob ich das streame, ehrlich gesagt. Ich muss mich da nochmal später beraten mit den anderen, je nachdem, was wir auch spielen wahrscheinlich. Das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber kriegen wir schon hin dann. Wir können auch immer jetzt den Hintereingang hier eigentlich auch nehmen. Ach ja, und wir sollten mal gucken wegen Schulungen demnächst wieder. Wir müssen uns zwar jetzt nicht durchhetzen, aber man sollte die vermutlich doch mal irgendwann machen. So. Okay, eine Person dümpelt hier schon rum, das ist schon mal nicht schlecht. Einstempeln. So, jetzt kommt gleich hier die große Wahrheit hier, ob wir Dinge hören oder nicht dann. War das schon immer so voll hier drin? Oh mein Gott. Wieso kann ich die nicht mehr rotieren mit R? Hilfe? Hä? Das ging doch immer mit R. Willst du mich verarschen? Wieso geht denn nichts mehr? Hallo? Ich bin irritiert. Ich habe gerade noch einen R gesagt. Hä, warum? Ich hatte Caps Lock aktiv, ich wusste es. Oh. Alter, mach mich nicht wahnsinnig. Es geht schon wieder los, ne? Dieses Spiel, ey. Warum funktioniert irgendetwas nicht so, wie ich mir das vorstelle? Jedes Mal. Irgendwas ist immer. Also wirklich immer. Erstmal schon mal Panik bekriegen hier wieder, weil irgendwas nicht funktioniert, wie man sich's vorstellt. So, das brauchen wir nicht. Was? Hä, wo kommt das denn her? Es ist voller geworden, ne? Eine Versicherungskarte und ein Shamrock-Ausweis. Okay. However that got in there, I guess I'll take it. Thank you. So, warte mal. Ich hör was! Ich hör was! Woo! Salty Chat neu installieren hat geholfen. Keine Ahnung, was da verbuggt dran war. Oh mein Gott, ey. Ich springe im Kreis, ey. Und hops. Und mach alles. Cool. Schön, dass wir das jetzt auch endlich haben. Gott sei Dank, ey. Das macht mich glücklich. Okay, gut. Sonst noch irgendwas? Hab ich jetzt alles? Ich habe meine Sonnenbrille gar nicht aufgehabt heute. Ah. Was ist denn eigentlich eine Trainingsjacke immer noch? Ah, okay. Ah. Muss ich so eine Warnweste auch mitnehmen? Ah. Ja, okay, gut. Okay, wir haben jetzt alles, ne? Gut. Oh mein Gott, ey. So, 2:30 Funkcheck einmal, ne? 2:30 Funkcheck. Wir hören was. Keinen Check zurückbekommen. Set. Okay, gut, danke. Nehmen wir. Einen wunderschönen. Wunderschön. Gut. Automatisch eingeloggt bleiben, ja bitte. Was war mein Passwort? 123 Passwort. Ja. Genau. Fallakten. Adrian Hale?
Shave und Slate Diebstahl? Gestern. Was? Ist das. Wo sehe ich denn welche ich? Wieso kann ich die bearbeiten? 36 übernimmt die Leitstelle. Wo bin ich denn eigentlich? Oh, ich muss noch in den Dienst schreiben, ne? Oh, warte mal. Oh Gott, ey. Muss erstmal wieder reinkommen hier. Nein. Außer im. So. Check. Da sind wir. Führung, Innendienst. 230. So, vor jedem Dienstantritt lesen. Gehen wir erstmal hier rein, bevor wir da weiter gucken. Gut. Charlie, also immer noch alles ruhig. Alles sehr ruhig. Das wird bestimmt jetzt bleiben, wenn ich das sage. Yin-Yang-Tankstelle, immer noch hohes Aggressionspotenzial. Okay. Diamond Cars, Rocky Hair Beauty, die machen nur Itzu, oder wie war das? Nee. X-Gems hat auch aktuell nicht offen. Also da, das ist eigentlich auch eher, ne? Hinfällig. Kommune Palais Debaters. Gang News. Beschuldigt DBC mit einem Cop zusammenzuarbeiten, spricht ihn die Street Creed ab. Okay. Aktuelle Fahndungen, da steht immer noch der graue Tulip noch oben. Die Leitstelle für die 264 kommen. Leitstelle hört sie kommen. Die 264 würde eine Streife besetzen, kommen. Tun sie das, kommen. 264 Ende. Das echt lauter machen, ne? Also bei Fallakten ist immer so eine 1 und das irritiert mich etwas. Warum kann ich das hier bearbeiten? Was ist das? Ach, McKinley, warte mal. Schwere Körperverletzung, unbekannt. Vespucci Binko. Ach, das ist das. Ah, und da war ich Aussage eingefügt. Nein. Oh ja, das soll ich mal machen. Harrington Sergio, wer ist das? Ist das der Geschädigte? Von Zeuge? McKinley hat. Meine Streife besetzt mit 2,30 und mir 2,70 fuhr gerade auf Streife durch die Vespucci-Kanäle. Da kam uns ein Radfahrer mit weißem Tanktop entgegen. Etwas später erteilte. Oh, scheiße, das hätte ich mir früher irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der aussah. Wir waren noch in der unmittelbaren Umgebung und haben keinerlei Schüsse gehört. Entweder hatte der Tatverdächtige einen Schalldämpfer benutzt oder das Feuer irgendwie anders unterdrückt. Wir fuhren darauf sofort die Kanäle zum Dispatch. Ja, das weiß ich noch. Wo wir die Person auffanden, es handelt sich um die Person, die uns auf den Anfang im Fahrrad entgegenkam. Wir erst versorgen die Person. 415, aktiv. Das ist so viel angenehmer, wenn man das jetzt hört mit diesem Beep, Beep, Beep. Ich glaube, dadurch kann ich alleine hoffentlich schon besser hinhören, um ne, das alles rauszuhören. Danach beschaffen wir uns die Information. Der Geschädigte meinte, er wäre beim ATM oben am Vespucci Binko in einem Drive-By angeschossen worden. Er hätte aber durch den Schock jetzt erst richtig wahrgenommen. Nachdem das MD ihn abtransportierte, verlegen wir ihn um Binko und unterstützen die Suche mit Beweismitteln. Danach setzen wir uns den Streifendienst fort. McFarlane, Turner. Und habe keine weiteren Anmerkungen. Also ich stimme McKinley soweit auch zu. Muss ich jetzt noch schreiben, weil ich habe ihn ja erst versorgt noch. Ich weiß halt nicht, was man sonst so alles noch reinschreiben soll. Aber okay, da können wir auf jeden Fall was dazu schreiben, I guess. Ganz ehrlich, wenn denen irgendwas nicht passt, was ich da reinschreibe, dann sollen sie sich bei mir beschweren. Ja? Habe ich gar kein Problem mit. Also, wo ist meine? Montero. Hm.
Klingt gut, dass ich tippen kann. 270. Zu. Wie war das mit den Anmerkungen? Oh, kacke, ey. Das ist irgendwie blöd mit dem an. Also, weil. Da, was ich jetzt mit diesem, ne? Von wegen, ja, dass ich da Druckverband angelegt habe oder so, muss ich das erwähnen noch? Eigentlich ja schon, oder? Aber wo füge ich das jetzt ein, wenn ich sage, ich stimme ihm zu? Da muss ich ja irgendwo anders noch einhaken. Leitstelle für 256 kommen. Leitstelle hört Sie kommen. 256, ein Teil bereit am MAP kommen. Leitstelle somit, Trennung. 415 für Leitstelle kommen. Herzlich kommen. Den letzten Funkspruch somit kommen. Somit kommen. Leitstelle Ende. Ich würde mich eigentlich auch schon gerne anschließen, aber ich muss noch mal fertig schreiben. Ich habe jedoch zu ergänzen. Ich weiß nicht, wie man das schreibt, keine Ahnung, das hat mir noch keiner beigebracht. Ich schreibe jetzt einfach, dass ich das. Ich habe hier zu ergänzen, Komma. Dass ich mich nach Ankunft am Dispatch um den Geschädigten medizinisch gekümmert habe, indem ich einen Druckverband auf die Wunde angelegt habe. Beamtendeutsch, ja, Alter, wirklich, also ganz ehrlich, wenn mir da irgendjemand rumheult, ey, dann weiß ich auch nicht weiter. So, das hat mir noch nie irgendjemand erklärt, was ich da oder wie ich da zu schreiben habe, so. 530 für die Leitstelle kommen. Nein, ich stimme 270 zu, jedoch habe ich zu ergänzen, dass ich mich nicht anhören kann. Standort kommen. Ich bin 30 für die Verschwörung aufgekommen. Leitstelle somit, Leitstelle Ende. Noch irgendwas? Oh, das ist schon wieder so lange her, ey. Was war denn noch? Die MDler mit dem aufgebrochenen Ding, aber das war was anderes. Glaube ich nicht, dass es zusammenhängt damit. Ja, ich lasse das einfach so stehen, oder? Eine Aussage, 270 einzeln. Kann ans DOA übermittelt werden. Oder muss ich eigentlich auch was hinschreiben, ne? 2806.230 eigene Aussage hinzu. 415 in einer 1026 in der südöstlichen Ecke Stadtpark. Ein grauer Brioso. Eine Person. Check.
Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt reinschreiben muss, aber wird schon passen. Und ich stimme ja inhaltlich auch zu. Achso, warte mal. Das habe ich fast vergessen. 28. Juni um... um 16. Hilfe, warte mal. Um 16 Uhr... Wann haben wir angefangen? Ich schreibe mal 40 rein. Ach, oder mal... Ja, komm, wir schreiben einfach die aktuelle hin. 28, bla bla bla. Jetzt haben wir aber alles, ne? Okay. Wo ist denn hier jetzt noch eine 1? Warum habe ich noch eine 1 hier? Muss ich noch irgendwo was machen? Erstelldatum, letzte Änderung, Veröffentlichung, Beamter, Akte, Kategorie. Das macht mich irgendwie ein bisschen kirre. Oder ist es einfach nur, wie viele offen sind? Kann natürlich auch sein. Das Schlimme ist, generell so Formulierung ist halt voll mein Ding. Meins halt nicht, also so in einem gewissen Grad geht's, aber irgendwie, nee, ich glaube so beamtenmäßig schreiben liegt mir nicht. Mm-mm. So, war hier noch irgendwas Wichtiges? Suspendierte Mitarbeiter, okay. 27.06. Mike Ottaway und Esco Ramone. Schlimm. PA15 aktiv Richtung MAPD. Irgendjemand ist sehr... Check. Achso, warte mal. Fortbildung. Module Rekruten. Verkehrskontrolle. 28. 17 Uhr. Maximal 4 Teilnehmer. Beim Deeks. Warte, das ist heute. Jetzt gleich um 17 Uhr. Verkehrskontrolle. Kann ich mich da nur eintragen? 2:30. Maximal 4 Teilnehmer. 28. Ja, perfekt, oder? Nehmen wir mit. B1-15-20-MRPD. Check. Klingt so. Das ist doch der eine, der so streng wirkte. Ich bin mir sicher, der ist trotzdem voll nett, ey. Kann mir das nicht anders vorstellen, immer. Das ist immer lustig, I don't know. Okay, aber dann, ja gut, dann haben wir jetzt nur noch, dafür 15 Minuten brauche ich jetzt nicht mehr rausfahren, ne? 415 aktiv. Check. Dann haben wir das nämlich, Verkehrskontrolle, klingt doch gut. Wo kann ich eigentlich, kann ich irgendwo einsehen, was ich schon habe? Das würde ich gerne wissen. Ausbildung, Ausbildung zeigen. Warte, kann ich das alles lesen? Darf ich das alles lesen? Funktheorie? Rekrutmodul Funktheorie? Oh, hier steht alles auch drin, lol. Ist ja cool. Müssen wir gleich mal nochmal angucken. Stopfen wir jetzt noch mal was zu essen rein, falls wir noch was haben. Boah. Oh mein Gott, ey. Boah. Mettbrötchen, jo. Super, die... Bei sowas finde ich super schwierig, weil ich nie weiß, darf ich das essen oder ist das irgendwas mit Fleisch? Und du hast ja keine Bilder, also siehst du es nicht. Gut, Schnitzelbrötchen kann ich mir denken, aber was ist das? Linguini... Altatufu. Klingt fast wie Tofu, aber ist wahrscheinlich nicht. Okay, Kuchen macht nicht so lange satt, oder? Hamburger, Tortellini, weiß ich auch nicht, ob sowas... Wie gesagt, wir gönnen uns einmal mal was. Damit wir, ne? Oh, scheiße, ich habe meine Wallis Brause vergessen zu Hause. Och, nö. Aber wir haben zumindest genügend hiervon.
Ja, immerhin. Ja, wir bilden uns fort, ja. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas anklicke, was ich eigentlich gar nicht anklicken soll, ne? Darf man eigentlich hier Kaffee am Arbeitsplatz trinken oder ist das schwierig? Aber, ne, dass man irgendwo draufklickt, wo man noch gar nicht draufklicken soll oder sowas. Und dann irgendwann angemotzt wird so von links so, wie du hast da draufgeklickt? Das ist voll top secret. Du kannst das zwar einsehen, aber darfst das nicht, was voll keinen Sinn machen würde. Aber mein Kopf ist wieder so, ne? Mein Kopf ist einmal so, ja. Der denkt automatisch, ich mache wieder irgendwas falsch. Ich habe mir jetzt auch noch nicht, das wollte ich noch machen. Das wollte ich noch machen. Wie heißt das? Die Map von Los Santos ausdrucken, damit ich mir die irgendwo hier so hinhängen kann oder hinlegen. Damit ich, falls ich nicht denken kann, sage ich mal, schneller einfach mal kurz auf die Map gucken kann. Ohne, dass ich Escape drücken muss und sowas. Also lauter solche Sachen. Rekrutenübersicht. Ach, guck mal, da habe ich keinen Zugriff. Oh, okay. Streife. Sicherheit im Einsatz, Verkehrskontrolle. Wieso kann man die nicht lesen, aber die anderen? Interesting. Oh Gott, das muss ich glaube ich alles können, ne? Ich glaube, die Prüfung wird böse, wenn ich solche Sachen nicht weiß. Während der Fahrt zur Verfügung steht Live-Tracking, Speedcam, Bordcomputer. Hier sind die Abfragen und so weiter im Forum abgespeckter Form möglich. Reifengebiet angekommen, regelmäßige Meldungen über Aktivsein. 426 aktiv. Kennen wir ja. Einsätze nach Zuteilung anfahren. 100 bis 200 Meter vor Zielstillanfahrt. Um Täter auf frischer Tat ertappen zu können, gegebenenfalls bei Einsätzen laut anfahren, um Täter zu verstecken. Aber ist halt auch die Frage, wann machst du was halt, ne? Bei so einem Shop-Überfall wahrscheinlich eher leise anfahren, damit man sie noch drin erwischt, aber ja, ist halt immer, ne? Offene Augen und Ohren. Ich bin mir auch echt unsicher, aber die Autos zum Beispiel sind halt echt laut, die Autogeräusche, wenn man drum fährt. Deswegen habe ich mein Spiel relativ leise, sage ich mal. Ich finde es allerdings dann wieder schwierig, wenn ich dann sowas wie Schüsse oder so hören soll. Weil dann muss ich es wieder eigentlich lauter haben, damit ich die wahrscheinlich besser hören könnte. Das ist halt echt blöd. Und am besten eigentlich auch keine Musik laufen lassen, aber dann ist halt immer so, weiß ich nicht, komisch. So, wir müssen jetzt eh nur noch 10 Minuten verbringen, Leute. Soll ich mir schon mal das Academy-Ding anziehen? Mach mal 5 Minuten davor, oder? Fahrer, sicheres und vorsichtiges Führen des Einsatzfahrzeuges, Bedienung der Sondersignale und Zentralverriegelung, Megafon, außer Gesprächsführung bei Personenverkehrskontrolle, außerdem, also Beifahrer, Umgebung beobachten, in Gassen- und Nebenstraßen schauen, Bedienung von Funk, Absicherung. Absicherung ist auch so ein Ding, ich weiß immer nicht, wo ich mich hinstellen soll. Ne? Theorie. Herzlich willkommen. Bisschen leise. Das klang nach. Boah, wie hieß er denn? Kommt mir bekannt vor. Einer von unserem Rekruten-Ding, glaube ich. Geldbuße, Entzug von Befugnissen zum Beispiel, ne? Ich glaube, war der eingetragen bei dem Ding? Besonders gefahndet. Das kennen wir alles. Rekruten, da sein. Das sind ihre Ausbilder, wir möchten ihnen die eigenständig. Hallo. Wo ist er denn? Hallihallo. 405 für die Leitstelle kommen. Moin. Machst du auch bei dem Rekruten-Modul denn? Ich mach da auch. Mit. Einmal das Davis für die anfahren und um einen Bürger schon mal umziehen. Kommen. Jo, bis gleich. 405 so mit. Alice? War das Alice? Leitstelle Ende. Muss ich erstmal das Rekruten-Ding wiederfinden. Was ist das hier?
Ja. We don't share a life. Sind wir die Einzigen gewesen? Dann bist du die 30? Ja. Sehr schön. Waren wir eh die Einzigen, die eingetragen sind? Ja, hab ich. Ich hab mich gerade erst relativ spontan eingetragen, aber ich dachte mir so 100, ne? 42, Funkcheck. Ja, ist doch gut. Wenn man schon mal da ist. Genau. Denke ich mir auch immer. Ja, aber ich hatte keinen. Ich glaube, das dann oder so hatte ich mit eingetragen. Naja. Sicherheit am Einsatz. Ist meine Musik so laut oder? Macht auch der Herr Dieks am 29. Morgen. Morgen quasi, ne? Da bin ich aber leider schon, da bin ich schon weg. Weg? Machst du Urlaub? Ja, lange, lange Urlaub. Lange Urlaub? Ja, ein bisschen. Warte, wie lange? 14 Tage? Ja, 14. Boah, nicht schlecht. Ich glaube, das hattest du angekündigt, ne? Kommt irgendwie bekannt vor gerade. Ja, genau. Hatte ich angekündigt, ich glaube, reingeschrieben hatte ich das auch schon in der Liste. Mhm. Ich weiß nicht, muss ich nochmal der Chefin hier, wie heißt die nochmal? Ich würde auf jeden Fall Bescheid geben, ja. Echt? Musst okay, du, glaube ich, auf jeden Fall nochmal. Der Frau Lewis, glaube ich, war das, ne? Naja, das ist, ja, gut. Dann schreibe ich der Frau Lewis nochmal eben. Entweder das oder einfach mal kurz anrufen. Ist sie da? Weiß ich nicht. Schau mal. Ich habe gar nicht ihre Nummer, Mensch. Da habe ich aber... Von ich glaube, ich habe die schon eingespeichert. Ich kann dir notfalls schnell sagen. Hättest du die PD-Nummer für mich von Frau Lewis? Ja, warte, ich guck mal ganz schnell. Da willst du mir weiterhelfen, weil sonst... Habe ich sie das hier? Ich hätte schwören können, ich habe sie eingespeichert. Ich glaube, PD-18 müsste das sein. Okay. Ah, ich hab sie. Ah, so schreibt man. Ja, Moment. Ich glaube, die habe ich aber auch schon Ich glaube, das war die Person, die ich tatsächlich am längsten gesucht habe, weil ich irgendwie erst nicht gefunden habe. Jetzt habe ich sie, Mensch. Ja, dich da. Ich versuche mal, ihn anzurufen. Aber ich schreibe dann mal lieber. Hallo. Jetzt hatte ich die... Oder schreibt man sehr geehrte oder hallo? Ich würde sagen, sehr geehrte, oder? Ja, ich würde förmlich bleiben. 415, 20, Davis. Also es wird einem anders angeboten, aber ich glaube mal. Ja, ich weiß auch nicht. Oh. Aber das ist auch cool, wenn wir jetzt gleich ein Modul haben. Das ist voll das geile Bild, ey. Ach, da ist der Herr Leak schon. Was? Wo? Er ist gerade in die Umkleide gegangen. Ah, okay. Ja, morgen. Kann ich morgen? Ich glaube, ich könnte sogar morgen. Das heißt, man hat natürlich auch Zeit mit den Modulen, aber ich weiß gar nicht, wie viele Module es insgesamt sind. Oder ob man irgendwo auch nachgucken kann, welche man schon hat. Auch gute Frage. Da frage ich gar nicht mehr. Das ist echt eine gute Frage. Sehr geehrte Frauen. Ja auch irgendwo noch einen Fragenkatalog gefühlt, ne? Wo war denn das? To-do GTA, Fragen. Was soll ich jetzt fragen? 247 Funkcheck. So, dann habe ich der Frau Louis erstmal eben geschrieben. Oder? Hallo. Warte, was wollte ich jetzt ausschreiben gerade? Achso. Einsehbar, welche Module fehlen. Gedächtnis, ey. Nicht gut. Oh, ich hab mein Tablet gar nicht hier, scheiße. Polizeidepartment. Check. So. Ja, ich hocke hier mit Decke.
Gib's zu. Es ist nicht so warm draußen. Null vorbereitet, der Gute. Wie oft waren wir jetzt eigentlich schon auf Streiche? Zweimal? Dreimal? Blick gerade. Mal gespannt, was wir gleich machen. Gleich, also es kann ja schon richtig spannend werden, glaube ich. Mal ein bisschen praktisch was. Ne? Wohl wahr, ja. Der Praxis hatte ich gefühlt auch schon ohne. Ja. War viel los beim ersten Einsatz bei dir? Beim ersten ging's noch. Da war eine kurze, ist eher eine kurze Verfolgungsjagd, sag ich mal. Und einer, der einen ordentlichen Verkehrsunfall dann hatte, der auch Verfolgungsjagd irgendwie, und dann, ne, hatte der, sag ich mal, die Kontrolle verloren und ist voll wogegen. Mhm. Das war meine allererste Streife und meine zweite, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja doch, die war, ich glaube, vorm Roadcall war ich was auch noch relativ entspannt, sag ich mal. Und dann danach ging gefühlt die halbe Stadt unter und wir hatten nicht so viele Kapazitäten, sag ich mal. Mhm. Und dann war auch so eine Verfolgungsjagd mit so einem Mini-Auto, aber das war halt super, dadurch, dass es halt so ein kleines Ding war. Ja, ja. Ja, ja. Das war ziemlich nervig, sag ich mal. Ich musste halt auch fahren und wir hatten gleichzeitig noch Leitstelle, deswegen war das echt schwierig mit Kommunikation, vor allem wenn man, wie ich, einfach noch ziemlich wenig Orientierung hat, sag ich mal, was so manche 10-20 angeht. Ja, glaube ich. Da bist du denn in der Zeit auch schon mal gefahren? Oder ja, ich bin gefahren. Ah, du bist sogar gefahren. Oh, cool. Ja, eben musste ich, eben weil mein Kollege eben die Leitstelle ja machen musste. Ja, gut. Ist zwar, glaube ich, eigentlich nicht so unbedingt üblich, aber ging in dem Moment nicht anders, sage ich mal, wegen den, wie gesagt, wir waren nicht so viele. Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Leute an, ne? Mhm. Also, mit denen du dann halt fährst. Ich glaube, da gibt es nette, also, ich glaube, da gibt es halt Leute, die das so zulassen. Und Leute, die halt da so, nee, du guckst, du führst erstmal so. So, 230, 29, richtig? Richtig. Moin, genau. Perfekt, dann können Sie schon mal rausgehen an den Hinter, also in den Hof hier, rechts von uns die Tür raus und da stellen Sie sich mal auf die Linie in schauen in Richtung Fahrzeuge. Kleinste Nummer ist von Ihnen aus, wenn Sie rausgehen, auf der rechten Seite. Machen wir, bis gleich. Kleinste Nummer ist von uns aus, wenn wir rausgehen. Ist die 11 oder was warst du nochmal? 30. Die 30, oh, okay. Kleinste Nummer auf der rechten Seite, also muss ich mich links hinstellen, oder? Ja. Das Auto hier links finde ich auch mal lustig, ne? Das Mini-Ding da. Ja, ja. Ist schon mal gefahren? Nee, leider nicht. Leider auf die nicht. Autos gucken, oder wie war das? Wir dürfen nicht wissen, wann er kommt. Bitte? Wir dürfen wohl nicht wissen, wann er dann kommt. Alle aus dem Reiter Academy, bis auf 247 melden Sie aus dem Funkkreis ab, zwecks Modul kommen. Das heißt, wir sollen in Ausbildung Spaß gehen. Kommen. 247, ne? Vermutlich dann, ja. In Ausbildung drin. Der Palmer hat schon zurückgeschrieben, das mit dem Urlaub ist kein Problem. Oh. Perfekt. Oh, sehr gut. So stehen Sie richtig. Also, herzlich willkommen. Wir fangen direkt einfach mal an, würde ich sagen, weil ich habe echt Hunger. Ich will danach auch gerne was essen. ich habe jetzt gerade zwischendrin was gegessen, jetzt erstmal nach dem Modul was und um 18.30 Uhr habe ich ja den nächsten Termin, wo ich definitiv TAN nehmen muss. Ja, das Modul, auch wenn wir zu zweit sind, geht trotzdem ganz gut durch. Wenn wir auch zu viert werden, ist es auch relativ egal gewesen. Bei der Ausbildung bei mir bitte ist es wichtig, dass Sie mich nicht es hören, also das heißt kein Sir. Ich bin kein Sir oder sonstiges, ich bin erst selber 25 Jahre alt. Ich mag das nicht. Hören Sie mich? Also, wenn Sie sagen würden, ja, Sir zum Beispiel, müssen Sie Sportmodule machen. Als Bestrafung. Und zwar die ganze Gruppe. Einer baut Scheiße, das ganze Team ist dafür dran. Wenn ich Sie zum Beispiel was frage, ob Sie das verstanden haben, möchte ich das natürlich, dass Sie einmal ja sagen oder nein sagen. Das heißt, Sie müssen eine Antwort geben. Wie gesagt, ja, verstanden, nein, nicht verstanden. Dann kann man zum Beispiel auch nochmal näher darauf eingehen, was Sie nicht verstanden haben. Des Weiteren, wenn Sie eine Wortmeldung geben, bitte einmal Ihre Dienstnummer und Ihren Nachnamen. Mhm. Okay.
Beispielsweise Frage von der 29, Alice, weiß ich, okay, sie möchte eine Frage stellen. Super. Okay, fangen wir an. Die Verkehrskontrolle werden wir tatsächlich auch noch üben, das wird alles gut funktionieren, allerdings nicht so stark, wie wenn wir jetzt mehrere wären. Wir können jetzt nicht viele Beispiele machen, da sie tatsächlich, wie Sie sehen können, nur zu zweit sind. Ist allerdings nicht schlimm, die praktische Erfahrung, die Sie dann später auf der Streife haben, wird Ihnen schon viel mehrere Verkehrskontrollen geben, als Sie sich wünschen, sagen wir mal so. Okay, für eine Verkehrskontrolle haben wir LSPD-Beamten bzw. SAPD-Beamten, die BCSO-Kollegen natürlich haben das auch, ein paar Gründe. Was könnten denn welche Gründe sein, warum wir eine Verkehrskontrolle starten? Eine Person und eine Verkehrskontrolle. Ja, die 29 Elis. Also allgemeine Verkehrskontrolle. Dann vielleicht, weil er ein bisschen komisch fährt. Also zum Beispiel sich nicht an die StVO hält. Ja. Dann darf man den rausziehen, wenn man begründeten Verdacht hat. Genau, wenn er zu schnell, also ja. Ja gut, 2.30, möchten Sie was hinzufügen? Ich würde noch sagen, bei Checkpoints, also wenn man einfach allgemeine Kontrolle dann macht. Mhm. Genau, also Routinekontrollen, sogenannte allgemeine Verkehrskontrollen, haben Sie ja gesagt. Wenn jemand gegen die StVO verstößt, StGB natürlich ebenfalls, gegen das Gesetz, sagen wir mal so, ein verdächtiges Fahrverhalten hat, vielleicht ist er auf Drogen, vielleicht ist er gerade am Handy dran gewesen und ist deswegen nach links gezogen und so weiter und so fort. Wenn er auf der Fahndungsliste steht, zum Beispiel das Fahrzeug, die das Beschreibung davon ist auf der Fahndungsliste, können Sie hier das Fahrzeug theoretisch rauspicken, was genauso ähnlich aussieht oder das Fahrzeug sogar ist, und gezielte Festnahmen. Mhm. Nach zum Beispiel Verfolgungsjagden und Straftaten allgemein. Für Sie zur Information, nach diesem Modul lesen Sie sich bitte das Polizeigesetz einmal komplett durch. Es ist nicht viel, es ist wirklich sehr wenig. In der Rechtsgrundlage wird es wahrscheinlich auch schon beigebracht. Machen Sie es nochmal. Das Polizeigesetz ist in diesem Fall extrem wichtig. Wir haben im Polizeigesetz viele, viele Paragraphen, die wo wir tatsächlich auch für eine Verkehrskontrolle benutzen dürfen. Okay. Okay. Der Ablauf einer Verkehrskontrolle. Wir sind im Streifenwagen. Wir sind hinter einem Fahrzeug und sagen, okay, komm, wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, einfach eine Routinekontrolle. Wir wollen einfach mal checken, okay, wer ist die Person und wie würden wir das machen? Was machen Sie als allererstes, wenn Sie eine allgemeine Verkehrskontrolle bzw. immer eine Verkehrskontrolle starten möchten? Die 230, Montero? Ja. Ich würde erstmal die Signale anmachen, also quasi Blaulicht und Sirene. Und dann, also je nachdem wie die Entfernung natürlich ist, damit die Person damit reagieren kann vor uns, und dann über das Megafon Bescheid geben, dass die Person rechts ranfahren soll. Das wäre so das Erste. Genau, sehr gut. Sie machen, egal ob Sie eine Verkehrs- oder eine Personenkontrolle haben, sich aufmerksam. Bei einem Fahrzeug funktioniert das mit dem Code 2, mit dem Code 3, mit dem Yelpen. Das ist zum Beispiel, wenn Sie Code 2 an- und ausmachen, in einem schnellen Takt. Somit können Sie sich bemerkbar machen. Und dann geben Sie, wie Sie gerade gesagt haben, durch das Megafon durch das Los Angeles Police Department, fahren Sie rechts an. So. Sie können natürlich auch direkt sagen, fahren Sie rechts ran, schalten Sie den Motor ab. Das geht, wenn Sie sofort sagen, das mit dem Motor abschalten, kann man allerdings auch in einem weiteren Schritt machen. Oh, das hatte ich noch Wenn nicht. Die Person natürlich in diesem Fall jetzt, wie hier in dem Beispiel, angehalten hat, dann ist es so, dass sie, beziehungsweise der Beifahrer in diesem Moment, einmal die 1020-Durchgabe gibt. Aber mit einer 1026. Oh nein, was ist denn die 1026? Was bedeutet denn das? Personenkontrolle. 1026 bedeutet Personen- oder Verkehrskontrolle. Nicht oder, sondern uns. Und, okay. Genau. Das heißt, Sie als Streifenwagen, beispielsweise jetzt mit der 434, melden dann einen Funkspruch, der so ablaufen könnte. 434, 1026, ein schwarzer PKW, ungefähr Typ Sultan, zwei Insassen, wir sind südlich des Stadtparkes. Was konnten Sie denn aus diesem Funkspruch alles heraushören? Die 230. Insassen, dann den Fahrzeugtypen, eventuell dann auch die Farbe, natürlich den Standort, ganz wichtig. Und allgemein die
dass es eine Person und Verkehrskontrolle ist. Genau. Das sind die wichtigsten Informationen, die Sie durchgeben müssen. Wie genau muss denn der Standort sein? Würde es reichen, wenn ich auf der südwestlichen Ecke von der Stadt Park bin? Wenn ich sage, südliche Seite Stadt Park? Ja. Oh, Wohn 9 Elis. Ich würde Wohn sagen, wenn man sich ja wirklich da befindet, würde ich jetzt sagen, ja. 30, stimmen Sie zu oder sagen Sie nein? Also, die Maßnahme ist bei südwestlich und ich sag nur, ist südlich vom Stadtpark. Genau. Ich sag mal so, also umso genauer natürlich und spezifischer, desto besser. Ich würde es aber sagen, dass das noch genau, also einigermaßen genau, sag ich mal, wartbar ist. Also, ich würde auch sagen, es passt. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Sie müssen Ihren genauen Standort durchgeben. Wenn Sie auf der südwestlichen Seite von dem Stadtpark sind, dann sagen Sie auch südwestliche Seite vom Stadtpark. Wenn Sie eine 1099 haben, ist jede Sekunde wichtig. Deswegen lernen Sie von Anfang an sofort genaue Standortgaben durchzugeben. Wenn Sie zum Beispiel jetzt auf diesem Hof hier eine 1026 machen würden mit einer Person, würden Sie funken auf dem Hof vom MAPD südliche Seite. Wichtig ist auf dem Hof. Weil südliche Seite kann auch hinter mir auf der Brücke sein. Mhm. Jetzt denken Sie mal, Sie liegen hier verblutend. Die letzten Sekunden Ihres Lebens können davon abhängen, tatsächlich, dass jemand erst auf die Brücke rennt oder in den Hof reinrennt. Genau 10, 20 Angaben durchgeben. Okay. Bedeutet für Sie, lernen Sie die Himmelsrichtungen? Üben Sie die jeden Tag, wenn Sie auf Streife sind, immer wo Sie hinlaufen, egal wohin, ob Sie in einem Gebäude sind oder sonst irgendwas. Die sehen zumindest folgt aus. Der Norden ist da, wo das Weinwurzschild ist. Ein Ankerpunkt dafür. Miro Park, bzw. das Fire Department, ist auf der East-Seite. Also East LS. South LS können Sie sich da ungefähr denken, wo das Davis PD bzw. die ganz große Macebank Arena oder sogar der Flughafen ist. Da haben Sie mehrere Ankerpunkte ungefähr, wo Sie das sich merken können. Ist das schief oder ist das eigentlich gerade? Also die westliche Richtung von den Himmelsrichtungen ist tatsächlich da, wo der große Strand ist. Vespucci zum Beispiel. Merken Sie sich die Ankerpunkte, egal in welchem Gebäude Sie sind, egal in welcher Seite Sie von dem Fahrzeug oder sonst irgendwas ist. Wenn der Fahrzeug zum Beispiel so wie jetzt, der Scout hier gerade in den Norden schaut, von der Fahrtrichtung, bin ich auf welcher Seite von dem Scout? Also ich meine jetzt hier den links neben mir, nicht den genau hinter mir, sondern den hier. Achso. Ja, warten Sie mal. Also nochmal, sprechen Sie mal ein bisschen lauter, sodass ich Sie gleich höre. Wenn ich hier stehe, welche Himmelsrichtung bin ich denn gerade von diesem Scout? 29 Elis. Ja. Nordost. Genau, super. Oh Gott. Sehr gut. Nordöstliche Seite von diesem Fahrzeug wäre ich jetzt. Ach du Scheiße, perfekt. Okay. So. Hätte jetzt nur Norden gesagt. Sie haben die Person angehalten, haben sich aufmerksam gemacht, haben eine 1026 durchgegeben. Jetzt fordern Sie diese Person auf auszusteigen. Oder im Fahrzeug sitzen zu bleiben. Sie geben Anweisungen. Wichtig bei den Anweisungen ist, die sagen nicht bitte. Sie sind das Los Santos Police Department oder je nachdem das Blaine County Sheriff Office, insgesamt das San Andreas Police Department. Wenn Sie sagen, diese Person soll aussteigen, dann hat diese Person auszusteigen. Ein möglicher Megafonspruch wäre zum Beispiel, schalten Sie Ihr Fahrzeug ab, der Fahrer steigt aus, geht auf die Beifahrerseite und wartet dort auf weitere Anweisungen. Mit dem Fahrzeugschlüssel? Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz zu einer Akte, die ist wichtig. Okay. Ja. Und sonst, wie geht's Ihnen? Bisschen durchatmen mal eben. Und möchte jemand was essen? Sagen Sie mal, was für ein Modul haben Sie hier gerade eigentlich? Erstkontrolle. Ja. Ah, okay. Lassen Sie sich gar nicht von mir stören, ich bin gar nicht da. Möchte jemand was essen? Nee, danke, ich bin versorgt. Ich hab einen Tortellini-Hamburger, glaube ich. Schön. Und eine. Hast du den aus dem
aus dem Hinterkammer. Essen Sie ruhig. Tortellini-Hamburger wird es demnächst nicht mehr geben. So. Ist das aus einem der schließenden Unternehmen? Ist aus dem Al Dente und das macht ja zu. Mhm. Wie viele Läden. Nee, warum schließen die alle? Haben die keinen Umsatz? Keine Ahnung, weil das Mofak behindert ist, was weiß ich. Die dumm sind. Weil die keine Ahnung haben, wie Wirtschaft funktioniert. Ich weiß es nicht. So, weitermachen. Tut mir leid, Sie können noch ganz kurz weiterreden. Es ist eine wichtige Akte für den versuchten Mord von unserem Chief, wo ich etwas in die Akte hinzugefügt habe, das tatsächlich nicht in der Akte sein soll. Deswegen habe ich diese gerade entfernt, weil da, wie es aussieht, Anwälte schon Zugriff haben und das ist halt nicht gut dann. Gott. Weil es ist ein Austausch zwischen der Staatsanwaltschaft und mir gewesen und da ist es halt dann schlecht, wenn der Anwalt genau darauf zugreifen kann. Mhm. Damn, das klingt ernst. Ich fühle mich irgendwie gerade so, weiß ich nicht, so als wenn ich in der Schule sitze und irgendwie dumm bin. Weil ich es nicht weiß, so. Manche Sachen, ja. Welche Uhr haben Sie, Herr Kollege? Wie bitte? Welche Uhr haben Sie, Herr Kollege? Meinen Sie mich? Nee. Achso, Sie haben ja auch eine Uhr. Okay, gut, nee, machen wir weiter. Meinte, also, ja. Also, Personen anhalten lassen, sich aufmerksam machen. Egal ob per Fahrzeug, also ob sie im Fahrzeug sind oder eine Personenkontrolle tätigen, ist egal, sie machen sich aufmerksam. Wie gesagt, Code 2, Code 3, Yelp oder Megafon. Dann geben sie Anweisungen, die Person kann aussteigen, auf die Beifahrerseite gehen, mit dem Rücken auf die Beifahrerseite. Das ist so dieser Standard. Mhm. Der Fahrer steigt einmal aus. Wichtig ist, nur der Fahrer steigt einmal aus, geht auf die Beifahrerseite und wartet dort auf weitere Anweisungen. Haltet natürlich vorher den Motor ab. Genau. Während das gemacht wird, kann unser Beifahrer hier, weil der Fahrer hat ja gerade diese Angabe durchgegeben und unser Beifahrer hat ja gerade gefunkt. Und wenn Sie alleine in einem Fahrzeug sind, machen Sie natürlich alles systematisch durch, gehen Sie natürlich systematisch einmal durch, geben Sie dann tatsächlich das Kennzeichen ein und überprüfen das Fahrzeug. Wirkt alles leicht abgelenkt hier heute. Herr Baum, haben Sie es mitbekommen? Frage der 230. Machen Sie den Funk aus, by the way. Machen Sie den Funk aus, ja? Okay, 230, was wollten Sie sagen? Wie sieht's denn aus mit dem Schlüssel? Also, ich hatte neulich vom Kollegen aus dem Fenster rauswerfen soll den der Fahrer des Autos? Oder ist das immer so, oder? Nein, also der Schlüssel wird nicht aus dem Fenster geschmissen. Der Schlüssel wird nur aus dem Fenster geschmissen, wenn Sie einen Felony-Stop haben. Ein Felony? Ah, okay. Heißt nach einer Verfolgungsjagd. Ah ja, okay, ja, das war nämlich das, okay. Mhm. Also bei einer normalen Verkehrskontrolle bei einer normalen, ist das nicht der Fall. Mhm. Genau, bei einer normalen Verkehrskontrolle machen Sie das nicht. Sie können allerdings sagen, machen Sie den Schlüssel auf das Armaturenbrett. Okay. Mhm. Das können Sie machen. Mhm. So, okay. Jetzt haben Sie das getätigt, jetzt steigen Sie von Ihrem Fahrzeug aus. Sie haben die Person kontrolliert, es ist alles sauber, ja? Wir gehen nur von einer ganz normalen Verkehrskontrolle auf. Sie schauen natürlich, wenn Sie das Kennzeichen überprüfen, wem gehört denn das Fahrzeug? Wird der Halter des Fahrzeugs gefahndet? Ist er schon mal aufgefallen wegen STVOs und so weiter und so fort? Ist er schon vorbestraft oder sonst irgendwas? Das heißt, eine schöne Personen- und Fahrzeugüberprüfung tun Sie mit diesem Kennzeichen. Haben Sie das getätigt? Steigen Sie aus. Der Gesprächsführer ist tatsächlich der Fahrer. Standardgemäß. Sie können sich untereinander tatsächlich aber ausmachen, wer gerade der Gesprächsführer ist und wer die absichernde Person ist. Hier aktuell ist es so, nach, wie soll ich denn sagen, ungefähr, Sie können einschätzen ungefähr, wie gefährlich die Situation ist und somit können Sie sich natürlich auch absichern. Wenn Sie in einem Turf sind allerdings, sichern Sie sich immer letal ab. Damit meine ich, wenn Sie am Stadtpark sind und Sie haben eine 70-jährige Oma, dann brauchen Sie nicht mit einer scharfen Schusswaffe vor dieser Oma stehen. Okay, wenn die Arme. Oma allerdings schon mehrfach im Leben kriminell wurde, eine Aktenliste hat wie das gefühlte Aktensystem im LSPD, dann dürfen Sie es allerdings trotzdem tun. Mhm. Schätzen Sie die Situation ein und handeln Sie somit.
Die L-Position gleich, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Sie sind ausgestiegen, gehen dann tatsächlich zum Fahrzeug und berühren diese am besten einmal mit der Hand am Rücklicht oder an der Seite des Fahrzeuges. Es ist egal wo. Wieso machen wir das? Was denken Sie, wieso wir diese Sache gerade tätigen? Wo 9 Elis? Weil das ist, wenn die Leute dann wegfahren, wie so ein Kriminelle, dann hat man die Hand von sich, da sind ja Spuren. Und dann kann man die wieder abnehmen. Also, wenn man das Fahrzeug dann wieder findet, dann ist das als Beweis sozusagen, dass es das Fahrzeug war. Genau. Das ist ein sehr gutes Argument tatsächlich. Es gibt auch noch ein weiteres, und zwar, dass sie einfach allgemein DNA-Spuren bzw. Fingerabdrücke dort hinterlassen. Ja. Wenn ihnen was passiert, wenn der wegfährt, sie eine Waffe schießt auf sie, sie funkt eine 1099, haben sie genau diesen gleichen Fall. Wenn man das Fahrzeug findet, kann man genau sagen, dass es dieses Fahrzeug ist. Sehr gut, 29. Ich hatte das auch gewusst. So. Jetzt ist es einmal kurz so, ich richte kurz einmal das Fahrzeug hin, dann zeige ich Ihnen, wie das alles noch funktioniert. Okay. Ich hätte das auch gewusst. Ich lasse nur gerne anderen den Vortritt, ja? Das habe ich aber öfter schon tatsächlich gesehen bei so TikTok und alles. Da kommt das andauernd. Oh Gott, was passiert jetzt? Was geschieht? Das Beste kommt zum Schluss, sollte Ivan sprechen. Ja, es ist auch so. Andauernd, ey. Achso, das hier ist jetzt das zu kontrollierende Fahrzeug quasi, oder? So, was fällt Ihnen auf bei dieser Situation hier? Das links von uns, also genau da, wo Sie gerade drauf schauen, ist das Polizeifahrzeug. Und das davor ist ein Fahrzeug, was gerade kontrolliert wird. Was fällt Ihnen auf? Hä? 230 Montero? Mhm. Wir signalisieren dem Vordermann gerade mit dem Blaulicht, dass er eben anhalten muss. Mhm. Was noch? 29 Elis, dass wir ein bisschen mehr links geparkt haben. Gar nicht damit, wenn der Fahrer aussteigt von dem, kann man sich besser Schutz suchen, sozusagen. Jein, aber das mit dem vorne links, ein bisschen weiter nach links parken, das stimmt tatsächlich. Wenn wir ein Fahrzeug anhalten, ja, das allererste, was wir machen, ist ja, wir geben unser Signal raus und sagen ja, dass dieses Fahrzeug rechts ranfahren soll. Ist dieses Fahrzeug rechts rangefahren, fahren sie tatsächlich, so wie ich gerade, mit der Schnauze von dem Fahrzeug weiter nach links. Nicht auf den Gegenfahrbahn fahren, ja? Vorsichtig sein damit. Das liegt einfach daran, wenn jemand hinten mit einem Fahrzeug reinknallt, fährt dieses Fahrzeug nicht auf das anhaltende Fahrzeug, sondern fährt im besten Fall sogar nebendran vorbei. Wir haben nicht so einen großen Schaden, sondern nur einen Schaden von hinten, denn vorne sind wir ja ausgewichen, da wir dieses Fahrzeug ja links geparkt haben. Auch mit der Absicherung, wenn die Person aussteigt, ist hier mit involviert. Sehr gut. Also, dann kommen Sie mal mit. Steigen aus dem Fahrzeug aus. Okay. Wir gehen hier rüber. Passen hier kurz einmal das Rücklicht an. Und dann gibt es diese Position, dass wir eine L-Position machen. Machen Sie mal bei mir eine L-Position. Wie würden Sie sich hinstellen, um eine Verkehrskontrolle zu tätigen? 30, Sie sind der Gesprächsführer, 29, Sie sind die absichernde Person. Ich bin der Gesprächsführer, dann. Eine L-Position? Das ist eine gute Frage. Genau, wie stellen Sie sich hin, wenn Sie bei mir eine Verkehrskontrolle machen wollen? Also ich würde eigentlich sagen, dass ich dann in die Nähe des Zivilisten dann natürlich bin. Wenn ich da Gespräche. Stellen Sie sich so hin und sagen Sie, wenn Sie fertig sind. Sie haben 2 Minuten. Das will, weiß ich doch nicht. Ein L. Ich. Können Sie sich natürlich auch absprechen, ja? Ja. Also, Es soll laut Anweisung genau so stehen, wie ich gerade stehe. L-Position. Ja. Du bist ja der Gesprächsführer. Mhm. Und ich bin ja der Zuhörer sozusagen. Was ist denn, wenn ich so stehe und du hier noch so... Noch eine Minute. So.
Oh, Moment, eine Sekunde. Herr Dietz, eine Sekunde. Okay. Er muss halt absichern können, dass wenn der da irgendeine Waffe zieht, dass man dann was machen kann. Auf jetzt die Sekunde? Okay. Ja, er braucht gerade irgendwie irgendwas. Ja. Außergewöhnliches immer. Oh, Entschuldigung. Also Sekunden. In 30 Sekunden auf jeden Fall, wenn dann halt, also ich würde zumindest schon mal sagen, so aufstellen, dass wir halt nicht ins Crossfire geraten. Das ist schon mal das Wichtigste. 20 Sekunden. Wenn du dann... Was hältst du davon, wenn wir uns so, also so, und du irgendwie so... 10 Sekunden. Du bist ja Gesprächsführer. Ja. Und stehst du so... Ja. Also so... 3, 2, 1. Wir locken so ein. Stopp. Wir locken so ein. Das ist komplett falsch tatsächlich. Ja. Aus mehreren Aspekten. Gut. 2, 9, stellen Sie sich mal so auf, wo ich gerade stand. So. 2:30, die stellen sich genau hier hin, wo ich gerade stehe. Mhm. Und die absichernde Person steht hier hin. Okay, da. So, jetzt stellen Sie sich mal hier hin, wo ich hier gerade stande. 2:09. Warum, weshalb, wieso macht man das? Ganz einfach. Schauen Sie mal. Die absichernde Person kann ins Fahrzeug schauen, oder? Mhm. Sie haben das ganze Fahrzeug im Blick. Und Sie sind der Gesprächsführer, Sie haben mich im Blick. Mhm. Auch der absichernde Person hat mich im Blick. Das ist die richtige Position, wie Sie sich hinzustellen haben. Macht Sinn, ja. So, jetzt beginnen wir das mit dem Gesprächsführer. Der Gesprächsführer kommt und stellt sich einmal vor. Wichtig, er stellt nur sich selber vor. Der Kollege selbst muss sich natürlich auch selber vorstellen, wenn überhaupt. Wenn der Beifahrer bzw. die absichernde Person sich nicht vorstellen möchte, muss er das nicht tun. Sie können sich vorstellen mit Ihrer Dienstnummer. 2:30, guten Tag. Was anderes bei dieser Bahn? Zum Beispiel, Sie können auch sagen 2:30 Ihren Nachnamen. Ich persönlich sage immer 2:47 oder zumindest PD47 kann ich auch sagen immer. PD47, DX mein Name. Ein wunderschön zum Beispiel. Und jetzt gibt es das Ding. Es gibt eine anlassbedingte Verkehrs- und Personenkontrolle und es gibt eine allgemeine Personen- und Verkehrskontrolle. Eine anlassbedingte ist, wenn er zum Beispiel über ein Stoppschild fährt. Bitte kommen Sie nicht auf die Idee, ihn versuchen raten zu lassen oder sonst irgendwas, warum wir ihn angehalten haben. Sie hören zu 90%, ich habe nichts falsch gemacht. Ein Anwalt ratet das sogar. Wenn Sie eine anlassbedingte Kontrolle haben, sagen Sie einfach direkt, wie es ist. Mr. Deeks, Sie sind über ein Stoppschild gefahren, deswegen halten wir Sie an. Ich bräuchte bitte einmal Ihren Personalausweis und Ihren Führerschein. Bleiben Sie immer freundlich, auch wenn die Person tatsächlich ein bisschen, naja, sagen wir mal so, die Linie überschreitet, bleiben Hallo Sie Blattwurf. Trotzdem freundlich und bestimmerisch. Reihen Sie nicht rum, Sie sind Officer. Mit rein meinte ich, dass Sie die Kontrolle verlieren. Wenn Sie lauter werden, schreien Sie nicht, Sie bleiben trotzdem bestimmend. Wie gesagt, Fahrzeugkontrolle, Personenkontrolle. Wenn Sie sagen, Sie haben nur eine Verkehrskontrolle, dann dürfen Sie diesen Ausweis rechtlich nicht sehen. Und lol, was? Wenn er mit dem Anwalt vorgeht und ein Anwalt gerade dabei ist, würde er Sie auseinandernehmen. Bitte, was hatten Sie gerade gesagt nochmal? Wenn Sie tatsächlich eine Person, also wenn Sie jetzt da drin stehen und sagen, eine allgemeine Verkehrskontrolle, dann dürfen Sie rein theoretisch den Personalausweis dieses Fahrers nicht sehen. Nur Ihren Führerschein. Mhm. Wenn ein Anwalt da ist, kann er sie fertig machen dafür. Krass. Deswegen sagen sie immer Personen- und Verkehrskontrolle. Ganz wichtig. Personen- und Verkehrskontrolle. Okay. So, wir üben das gleich nochmal. Deswegen machen wir gerade die einzelnen Schritte und gehen dann einmal komplett durch. Jeweils mit eurer... ich zeige es euch einmal und danach macht ihr das jeweils auch einmal. Und dann machen wir das Ding. Okay, jetzt habt ihr euch vorgestellt. Ich habe meinen Führerschein gezeigt. Ich habe meine Personalien gezeigt. Und diese stimmen tatsächlich zu meinem Fahrzeug. Das, was ihr geprüft habt. In diesem Beispiel, wie gesagt, ist alles in Ordnung. Das heißt, wir checken nur noch das Verbandskasten, da das ja eine allgemeine Verkehrskontrolle ist und nicht eine anlassbedingte. Und das machen wir so. Wenn wir fragen nach einem gültigen, ist es auch wieder ganz wichtig, nach einem gültigen Verbandskasten. Fragen Sie nur noch einen Verbandskasten, kann es ein Scherzkeks sein und ihr gebt ihnen einfach einen, der schon übelst lange abgelaufen ist. Ich weiß noch, als ich das mal gemacht habe, dann ist es nicht aufgefallen. Deswegen sagen Sie einen gültigen Verbandskasten. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder hat die Person diesen Verbandskasten gerade schon bei sich, weil er das ganze Spiel kennt.
Entweder ist der Verbandskasten im Kofferraum oder auf der Beifahrerseite. Hier entscheiden Sie nach der Situation. Sollte es so sein, dass das im Kofferraum oder an der Beifahrerseite ist und Sie haben hier eine verschärfte Situation, wo Sie ja, damit rechnen könnten, dass er eine Waffe hat beispielsweise, dann können Sie selber in das Fahrzeug gucken. Sagen, dann haben Sie den Verbandskasten, er sagt dann ja in meinem Kofferraum. Dann sagen Sie, okay, öffnen Sie mal den Verbandskasten und lassen Sie mich mal den angucken. Kofferraum. Er wird höchstwahrscheinlich nein sagen. Das Ding ist, dass Sie allerdings begründen können, dass es auf Verdacht ist, dass da irgendwas ist und deswegen wir gucken müssen. Weigert er sich trotzdem, kommen Sie ihm ein bisschen entgegen, dann sagen Sie zum Beispiel, okay, Sie machen das allerdings mit langsamen Handbewegungen. Ich möchte Ihre Hände die ganze Zeit sehen. Dann darf er in den Kofferraum reingehen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Kommen Sie mal mit. So, der Kofferraum ist offen. Ich bin jetzt hier im Kofferraum. Jetzt stellen Sie sich mal wieder in der L-Position so, dass Sie sagen würden, okay, so sind wir am sichersten. Sehr gut, perfekt. Bleiben Sie so stehen. Das ist super. Genau so stellen Sie sich hin. Die L-Position wandert immer mit der Person, die gerade kontrolliert wird. Das heißt, wenn ich jetzt am Laufen bin, zum Beispiel wieder in Richtung Beifahrer, müssen Sie mitlaufen währenddessen und sich immer in der L-Position befinden. Deswegen sprechen Sie vorher ab, wer ist der Gesprächsführer, wer ist die absichernde Person. Das ist echt wichtig zu wissen. Sie haben mögliche Gesprächsthemen, die Sie zum Beispiel einer Person fragen können. Beispielsweise, solange man die Personalien checkt. Dazu komme ich später. So, jetzt haben Sie den Verbandskasten gesehen. Auch der ist in Ordnung. Dann ist alles super. Können Sie die Person bitten, dann wieder einzusteigen tatsächlich und erst loszufahren, wenn Sie Ihre Lichter ausgemacht haben. Kurz alles zusammengefasst. Danach kommt ein weiteres Beispiel. Sich aufmerksam machen. Blaulicht mit Yelpen oder Code 3. Person auffordern, rechts ranzufahren. Beifahrer bzw. Fahrer gibt einen Funkspruch ab, wo man ist und was man tätigt. Das ist ein Funkspruch. Danach fordern Sie die Person auf, auszusteigen. Opa, Entschuldigung, Sie fordern auf, die Person auszusteigen. Wenn Sie eine Personenkontrolle getätigt haben, eine Fahrzeugkontrolle und eine Personenkontrolle, steigen Sie aus. Am besten ohne Handschuhe. Ganz wichtig, ohne Handschuhe, weil Sie müssen das Rücklicht anfassen. Haben Sie das Rücklicht angefasst, kommen Sie in die L-Stellung, wie gerade jetzt, wie Sie stehen. Und der Gesprächsführer begrüßt bzw. stellt sich einmal vor. Guten Tag, 230, vom Los Angeles Police Department, eine anlassbedingte oder allgemeine Verkehrs- und Personenkontrolle. Das haben Sie alles gemacht. Es passt alles. Führerschein ist stimmig, so wie der Ausweis, wie die Personenkontrolle, die Sie schon getätigt haben. Sie gucken den Verbandskasten an, der gültig sein muss. Und dann können Sie tatsächlich die Person wieder einsteigen lassen. Sie machen die Lichter aus und er darf weiterfahren. Das wäre die beste Verkehrskontrolle, die Sie haben. Ohne Probleme, ohne nichts. Alles ist super. Wenn der Fahrer zum Beispiel einsteigen muss, weil er sagt, okay, im Handschuhfach ist mein Verbandskasten, lassen Sie den Fahrer auch gerne mal einsteigen. Wenn er abhaut, Sie haben den Ausweis, Sie haben den Führerschein, Sie wissen, welches Fahrzeug das ist. Lassen Sie ihn abhauen. Achten Sie immer auf Ihren Eigenschutz. Okay? Ihr eigenes Leben ist Priorität Nummer 1. Das Leben Ihres Kollegen ist Priorität Nummer 2. Ja, dann geht es in den 1060 wahrscheinlich über. Und dann kommt erst der Einsatzerfolg. Wenn Sie noch einen Zeugen haben, wäre sogar der Zeuge vor dem Einsatzerfolg. Fragen bis hierhin. Keine. 237 Montero, nachdem der dann abhaut, quasi gleich 1060 aussprechen dann, oder? Genau, einsteigen ins Fahrzeug, Verfolgungsjagd aufnehmen, 1060 durchgeben. Okay. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen? Perfekt, sehr gut. Okay, jetzt haben wir den Fall, dass die Person mit dem Fahrzeug, mit dem Halter, beziehungsweise genau, dem Halter dieses Fahrzeuges, nicht einstimmt. Das Fahrzeug gehört das Los Angeles Police Department, das Fahrzeug gehört Nachi Kukum zum Beispiel. Und der Fahrer ist allerdings gerade Christopher Dix. Das bin ich. Was würden Sie machen, wenn Sie meinen Ausweis und meinen Führerschein sehen? O9 Elis? Ja. Dann würde ich sagen, von wem das Auto denn ist, mal fragen. Weil, muss das nicht eingetragen sein? Ja.
Wenn er das nicht weiß, dann... Stimmt. Könnte ein gestohlenes Auto sein. Sehr gut. Genau. Könnte ein gestohlenes Auto sein. Sie tun tatsächlich aber auch noch etwas anderes vorher. Und zwar der Gesprächsführer kontrolliert die Personendaten, macht eine Personenüberprüfung. Das gleiche Spiel, was sie im Auto gemacht haben, machen sie ein zweites Mal. Nur diesmal mit Christopher Dix. Weil es kann ja sein, dass ich auf der Fahndungsliste bin. Aber Nachi Kurum nicht. Stimmt, wir sind unterschiedlich dann. Währenddessen lässt der Gesprächsführer die absichernde Person das ganze Ding hier übernehmen und kann zum Beispiel nach den Verbandskassen gucken. Auch hier achten sie auf ihre Situation und handeln sie damit. Wenn da natürlich drei weitere Personen im Fahrzeug mit drin sind, dann gehen sie zu zweit zu ihrem Fahrzeug zurück. Die Person kann hier weiterhin warten. Geben sie die Anweisungen. Wenn die Person abhaut, ist nicht schlimm. Sie können hinterherfahren. Wie gesagt, Eigensicherheit ist A und O. Wenn es nur eine Person ist, kann die absichernde Person hier weiterhin bleiben und kann nach dem Verbandskasten gucken. Gleiche Prinzip wie vorhin. Verbandskasten einmal abchecken und währenddessen kann dann der Beifahrer, also die absichernde Person, mit der Person anfangen zu sprechen. Und da gibt es ein paar mögliche Gesprächsthemen. Diese wären zum Beispiel, okay, wohin fahren Sie denn, Senior? Wo kommen Sie denn her? Was ist denn Ihr Ziel zum Beispiel? Haben Sie Drogen oder Waffen im Fahrzeug? Sie sind in eine Schlangenlinie gefahren, wie der Kollege gerade vorhin gesagt hat. Was ist denn passiert? Haben Sie sich ablenken lassen? Ist das Ihr Fahrzeug zum Beispiel? Das, was wir vorhin gemacht haben auch. Haben Sie etwas getrunken? Eine Droge zu sich genommen? Oder sonst irgendwas? Seien Sie kreativ. Nerven Sie die Person aber nicht. Muss nie sein, ja? Die haben schon teilweise gar keinen Bock, wenn wir sie anhalten, weil sie wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Okay, Sie schauen jetzt zum Beispiel, sagen wir mal so, Christopher Dix ist jetzt über ein Stoppschild gefahren, wurde angehalten und ja, in seiner Personenakte steht tatsächlich noch, dass er eine Ordnungswidrigkeit getätigt hat, vorher mit dem illegalen Waffenbesitz, der tatsächlich allerdings noch nicht abgehandelt worden ist. 230, was würden Sie machen? Illegaler Waffenbesitz, der noch nicht abgehandelt worden ist. Das würde ich sagen, wäre dann ein Grund, den mit aufs Revier zu nehmen, damit das dann dort eben abgehandelt werden kann. Ja? Genau, das könnten Sie zum Beispiel machen. Sie könnten es natürlich aber auch einfach vor Ort abhandeln. Auch hier Verhältnismäßigkeit beobachten, Situation beobachten und auch natürlich richtig, ja, gucken Sie einfach. Passt es bei der Situation, dass ich jetzt zum Beispiel den Deeks $200 abknüpfen könnte? Mit abknüpfen meinte ich jetzt aber mit dem Kartelesegerät, ja? Sie klauen natürlich nichts. Nur zur Info. Ja. Für das Stoppschild. Oder beziehungsweise für allgemeine STVO-Vergehen und so weiter und so fort. Achso, 2.9, Sie brauchen nicht mitschreiben. Sie kriegen das Modul freigeschaltet am PC. Können es nachlesen. Wenn jemand ein STVO-Vergehen hat oder sonst irgendwas, ja, oder er ist auf der Fahndungsliste und so weiter und so fort, handeln Sie diese Person ab. Es gibt natürlich auch Sanktionen. Sanktionen wie zum Beispiel, ja, Herr Dix, Sie sind über ein Stoppschild gefahren. Das würde Sie jetzt einmal $50 kosten. Da Sie Ihr Verbandskasten noch mit vergessen haben, sind Sie bei einem insgesamten Bußgeld von in Höhe von $100, können Sie diese bezahlen. So, jetzt sagt die Person... Ja, nein. Und somit handeln sie dann. Wenn die Person natürlich sagt, ja, ich kann das bezahlen, dann machen sie ein Kartenlesegerät und lassen sie sich bezahlen. Wenn die Person es nicht bezahlen kann, Möglichkeiten, etwas zu sanktionieren. Sie können, wenn sie das Polizeigesetz lesen, das Fahrzeug zum Beispiel beschlagnahmen. Ein Fahrzeug darf für 3 Monate beschlagnahmt sein, während die Person dieses Bußgeld bezahlen kann. Also hat 3 Monate dafür Zeit. Wichtig ist nur, wenn Sie ein Fahrzeug beschlagnahmen, das ist natürlich auch in die Personenakte mit eintragen. Nicht, dass jeder Kollege versucht, ein Fahrzeug zu beschlagnahmen oder die Person 30.000 Mal abzuhandeln. Geht natürlich nicht. Sie können natürlich auch sagen, hey, okay, Sie kriegen von uns deswegen dann Hafteinheiten. Kennen Sie diese Umrechnung? Nee. Wie war das nochmal? Also ich kenne die jetzt nicht. 230 Montero. Ja. Bin ich mir nicht mehr. Waren das $10 eine Hafteinheit? Nein, $10 sind 5 Hafteinheiten tatsächlich. Ah, okay. Also die Hälfte immer. Wenn Sie $100 haben, haben Sie 50 Hafteinheiten. Okay. Wenn Sie $1.000 haben, haben Sie 500 Hafteinheiten. Also immer die Hälfte.
Heißt, dann würden sie sagen, gucken Sie mal, Sie haben jetzt hier $100 Bußgeld. Wenn Sie das nicht bezahlen können oder nicht möchten, dann nehmen wir Sie mit in die, ins Revier und dann sitzen Sie 50 Hafteinheiten bei uns. Dann zahlt die Person. Nett. Glauben Sie mir, dann zahlt die Person schneller, als Sie gucken können. Okay. Und sagt, ach ja, stimmt, ich habe ja noch $100, weil ich meine Schuhe verkauft hatte. Stimmt, er kann nicht bezahlen. Zum Beispiel. Für Sie ist es wichtig, nehmen Sie kein Bargeld an. Das kann für Sie als Bestechung gelten. Damit können Sie Ihren Job verlieren, dann sind Sie korrupt, können lebenslang ins Knast kommen und so weiter und so fort. Sie machen alles nur per Karte Lesegerät. Das ist ja böse. So, jetzt haben Sie die Sanktionen bzw. das Vergehen und so weiter und so fort abgehandelt. Danach verabschieden Sie sich und dann können Sie wieder fahren, sitzen im Fahrzeug und machen eine Meldung im Funk. Wie würden Sie diese tätigen? Ganz einfach. 434 wieder aktiv. Ja, melden Sie Ihre Streife wieder aktiv einfach. Funken Sie nicht, dass die 1026 beendet ist. Dass die 1026 Code 4 und beendet ist oder sonst irgendwas. Funken Sie ganz normal, einfach ganz fucking normal. Streife wieder aktiv. Okay. Ihre Streifenkennung wieder aktiv. Wenn Sie eine 1026 Durchgabe, also Funkspruch tätigen, funken Sie auch nicht. Wenn ich das höre, machen Sie diesen Scheißmodul nochmal. Keine 1010 benötigt. Warum machten wir diesen Funkspruch nicht? Ich zeige Ihnen mal zwei Funksprüche, okay? Der erste ist, der 1026 mit einem LSPD-Fahrzeug tatsächlich, südliche Seite vom Los Angeles Police Department, zwei Officer sind drin. Keine 1010 benötigt. Der gleiche Funkspruch, nur ohne diese 1010-Sache. Welche wäre richtig? Natürlich der ohne 1010. Warum? Ich würde davon ausgehen, dass man da erstmal keine 10. Sie haben doch die Funktheorie gehabt, richtig? Mhm. Was lernt man in der Funktheorie? 230, Matero. Ja, machen Sie. Funksprüche möglichst kurz und knapp, aber alle Informationen drin. Und die Funkdisziplin. Richtig. Richtig, das KISS-Prinzip. Keep it short and simple. Das KISS-Prinzip. Warum ist diese Information keine 1010 benötigt, unnötig? 230 Montero? Ja. Da wir davon ausgehen können, dass es vorerst nicht ist und wenn wir wirklich eine benötigen, wir uns diesen Funkspruch 1010 benötigt, dann melden wir ihn. Richtig. Wenn Sie keine brauchen, dann funken Sie diesen Scheiß auch nicht. Es ist doch klar, dass Sie keinen brauchen am Anfang. Wenn Sie einen brauchen, dann können Sie es durchfunken. Ja. Jeder normale Leitsteller würde wissen, okay, er braucht keine 1010, weil er es nicht gefunkt hat. Ja. Was man nicht braucht, funkt man nicht. Das ist wie wenn ich sagen würde, ich bin 1030, ich bin kacken. Ich bin kacken, interessiert niemanden. Das juckt einfach niemanden. Die 1030 juckt nur eine Person. Schön. Ja, hat er mal okay? Ganz wichtig. Ja. Super. Laut dem Polizeigesetz dürfen Sie tatsächlich jedes Vergehen, egal ob Ordnungswidrigkeit und so weiter und so fort, erkennungsdienstlich behandeln. Okay, das heißt, rein theoretisch dürften Sie jetzt von mir, weil ich über den Stoppschritt gefahren bin, in diesem Beispiel, Fingerabdrücke weiter abnehmen und so weiter und so fort. Das machen Sie bitte nicht, okay? Auch wenn Sie später lesen, das machen Sie nicht. Sie nehmen nicht von jedem direkt Fingerabdrücke ab und tun diese Person nicht sofort erkennungsdienstlich behandeln. Anders sieht es aus, wenn Sie diese Person festnehmen. Dann tun ja, Sie dann das. Jede Person, die Sie festnehmen, überprüfen Sie, ob diese schon erkennungsdienstlich behandelt worden ist. Und wenn nicht, dann tätigen Sie das auch. Haben Sie Fragen bis hierhin? Negativ. Nee, negativ. Okay. Code 30 setzen Sie sich mal rein. Ich zeige Ihnen mal die 1026, die Sie ablaufen könnte. Einfach als Fahrer reinstehen. Ach so. Sie bleiben bitte einfach kurz hier stehen. Weil ich mache eine Einzelstreife in diesem Moment. Obwohl, kommen Sie mit, für die Übung ist es gut. Wechseln Sie mal bitte in den Ausbildungs-1-Funk. Ja. Okay, machen Sie mal einen Funkcheck beim Ausbildungs-1-Funk. 230 Funkcheck. Sehr schön. 29, Sie auch noch? 29 Track. Sehr gut. 29 bekommen. Sind wir jetzt der Fahrer quasi?
30 machen Sie mal das Fahrzeug an. So, wir spielen jetzt mal ein bisschen durch, okay? Ich mach gleich mal Blaulicht an, ein bisschen ganz normal im Fahren. Und ich gebe Ihnen dann die Anweisung, gleich rechts ranzufahren und so weiter und so fort. Das haben Sie dann alles getätigt. Und dann hören Sie einfach mal auf die Anweisungen, die ich Ihnen durchgebe. Also soll ich jetzt fahren? Den Ton, den Sie gerade gehört haben, war tatsächlich das Yelpen. Das ist das Yelpen. Das reicht schon rein theoretisch als Signal, um eine Warnung zu geben. Hey, hier, ich habe mich aufmerksam gemacht. Könnten Sie das nochmal wiederholen? Nee. Ja, ja. Okay. Also das Yelpen, was ich gerade getätigt habe, das war das zweimal Blaulicht anmachen und wieder ausmachen. Machen Sie mal das Blaulicht an und aus. U30. Schneller. Okay. Super. Reicht. Nicht so oft hintereinander. Okay. Oh, es funktioniert. Okay. Das ist das Yelpen zum Beispiel. Mhm. So. Blaulicht ist an. Ich sage Ihnen das Los Santos Police Department. Fahren Sie einmal rechts ran und schalten Sie Ihr Fahrzeug ab. Wie du sehen kannst, ich versuche mal lauter zu sprechen währenddessen noch, das Fahrzeug ist jetzt hier ausgeschaltet worden. Du gibst jetzt als Funkspruch einmal einen Funkspruch ab, wo wir gerade stehen und was wir machen. Da ist auch Funken währenddessen, dass 230 das auch hört. Dann 425 mit einer 1026, weißes Polizeiauto, ein Insasse, MRPD, Ja, immer die viele Parkplätze. Moment. Okay, hören Sie auf zu funken. Wenn Sie es nicht wissen, okay, wenn Sie es nicht wissen und so weiter und so fort, lassen Sie kurz die Funktaste los, überlegen Sie kurz, fragen Sie nach und dann funken Sie nochmal weiter durch. Machen Sie es nochmal. 425 mit einer 1026, weißes Polizeiauto, ein Insasse, südlich des MRPD. Perfekt. Auf dem Parkplatz. Sehr gut. Das wäre schon perfekt. Das reicht schon. So, der Fahrer steigt einmal aus, geht auf die Beifahrerseite mit dem Rücken zu der Tür. Zu der Beifahrertür. So, du checkst jetzt das Kennzeichen in diesem Moment. Komm ein bisschen zu uns. Du kannst gleich dahin gehen. Warte noch, bevor du gehst. So, du checkst jetzt das Kennzeichen. Das Kennzeichen gehört einem Christopher Dix. Brauchst du nicht. Das gehört auch das Los Angeles Police Department. Das Fahrzeug gehört einem Christopher Dix. Christopher Dix ist allerdings auf der Fahndungsliste. Das Fahrzeug allerdings nicht. Also nur Mr. Christopher Dix auf der Fahndungsliste. Okay? So, wir haben jetzt alles gecheckt. Jetzt steigen wir aus. Oh Gott, das Fahrzeug ist natürlich immer abgeschlossen, ja? Ganz wichtig. So, scharfe Schusswaffe brauchst du nicht, das sprechen wir ja vorher ab. Ich sage, hey, Christopher Dix ist auf der Fahndungsliste, nimmst du mal den Taser raus. Ich nehme die scharfe Schusswaffe. So, jetzt darfst du den Taser einmal rausnehmen, aber bitte nicht tasern, okay? So, mein Taser ist jetzt nicht. In Anführungsstrichen die scharfe Schusswaffe. So, wir gehen hier hin, ich fasse das Fahrzeug an und stelle mich hier vor. Guten Tag, PD-47 Dix, mein Name. So, oder in dem Moment heiße ich jetzt PD-47 Kuckuck, mein Name, ja? Ich stelle mich mal mit einer anderen Identität vor, weil Christopher Dix gerade die verhandlungsliste Person ist. Ich bräuchte einmal von Ihnen den Führerschein sowie den Personalausweis wegen einer anlassbedingten Personen- und Verkehrskontrolle. Natürlich. Das hier ist einmal der Personalausweis hier. Jetzt noch den Führerschein bitte. Und ja, hier der Führerschein. Perfekt, geben Sie mir mal die Daten rüber, dann kann ich das mal schon mal an mich nehmen. In dem Moment geben Sie mir das jetzt hier rüber gerade. Ja, super, perfekt. Jetzt sind die Sachen bei mir. Das heißt, wir haben schon mal eine Absicherung. So, ich lese jetzt hier, okay, Sie heißen Ivan Montero. Ist das so richtig, Senor? Dem ist so richtig. So, warum habe ich das getätigt? Ich habe diesen Namen gerade laut vorgelesen, dass mein Partner, obwohl ich das weiß ja, ich kann ja lesen, ich bin ja nicht blöd, aber ich habe so getan, als ob der Name für mich ein bisschen schwerer wäre, damit mein Partner diesen Namen mitbekommt, falls jetzt Herr Montero ein Messer zieht und mich absticht. Man kennt. Kann ja passieren. Ja. So,
Okay. Jetzt sehen wir, okay, Mr. Ivan Montero ist nicht die Person, wo wir tatsächlich suchen. Das heißt, er ist nicht auf der Fahndungsliste. Das weiß er aber tatsächlich ja nicht, sondern Christopher Diggs ist auf der Fahndungsliste. Okay, Mr. Montero, tatsächlich haben wir Sie angehalten, weil Sie über ein Stoppschild ein bisschen gefahren sind. Können Sie das begründen und wissen Sie, welchen Stoppschild ich meine? So, hier kommt dann eine Ausrede oder sagt dann ja, nein und so weiter und so fort. Man versucht halt, ein Gesprächsthema kurz herauszufinden. Wenn er zugibt, ist alles gut. Wenn er versucht, sich da rauszureden, hören Sie es doch einfach mal an, was er zu sagen hat. Vielleicht erwähnt er etwas anderes. Kann auch passieren. Ab und zu mal können Sie tatsächlich auch fragen, was glauben Sie denn, warum wir Sie angehalten haben? Manche sind tatsächlich so blöd und nennen etwas anderes. Machen sich damit auch dann in Anführungsstrichen zu einer Ordnungswidrigkeit. So. Naja, so, ich packe als Gesprächsführer meine Schuss- bzw. meinen Taser weg. Egal, was ich habe, ich packe ihn weg. Weil ich kümmere mich um die Person, ich schreibe mir die Daten auf ein Blatt Papier zum Beispiel, den Namen, ich habe den Ausweis und so weiter und so fort, damit ich dann gleich eine Personenkontrolle machen kann. Jetzt würde ich als Fahrer zu meinem Fahrzeug zurückgehen und die Personenkontrolle tätigen und würde dann jetzt hier sagen, okay, Mr. Montero, haben Sie einen gültigen Verbandskasten dabei? Ja, natürlich, im Kofferraum. Super, im Kofferraum ist er. Gut, dürfen Sie denn einmal kurz meinem Kollegen zeigen? Ich kontrolliere mal so lange Ihre Daten, ich bin gleich wieder da. So, gehen wir mal zum Kofferraum. Du hast den Kofferraum aufgemacht. Und jetzt gibt es eine Option, ja? Es gibt die Option, dass entweder der Officer selber sagen kann ich mit reinschauen, oder die Verkehrskontrolle-Teilnehmer-Person sagt dann tatsächlich selber, ja, schauen Sie im Kofferraum rein, der ist da drinnen. In diesem Moment, Mr. Ellis oder Mr. Montero, wenn Sie das gesagt bekommen, dass Sie in einen Kofferraum oder ins Fahrzeug rein dürfen, ja, wiederholen Sie das so laut nochmal, dass der Kollege mitbekommt. Eine eigene Absicherung für Sie. Das heißt, Mr. Ellis, Sie würden dann lauter sprechen, sodass ich das Fahrzeug mitbekomme. Ich darf in den Kofferraum reinschauen. Und wenn Sie dann das dann natürlich machen, dann weiß ich ja Bescheid. Okay. Weiß ich Bescheid. Also. Genau, währenddessen kontrolliere ich gerade. Ich sehe gerade, Mr. Montero ist gestern auch schon auffällig geworden wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Gut, Sie haben das Fahrrad jetzt alles kontrolliert und schicken Gangster. Dann die Person, Mr. Ellis, zurück zur Beifahrertür mit dem Rücken zur Tür. Dann machen Sie das mal. Ich bin mal kurz weg währenddessen. So, Herr... war nochmal Ihr Name? Montero. Wieso, Herr Montero? Darf ich mal in Ihren Kofferraum schauen? Nein, dürfen Sie nicht. Ja gut, dann holen Sie mal Ihre gültigen Verbandskasten hier einmal. Zeigen Sie mir den mal bitte. Okay. Zeigen Sie mir mal bitte den gültigen Verbandskasten. Ja, dürfen Sie den einmal langsam, hier. Langsam und ruhig mit den Händen mir zeigen. So. Herr Mund. Mund. Montero, richtig. Montero, genau. Herr Montero, vielen Dank, der Verbandskasten ist gültig. Ich gebe Ihnen den einmal wieder. So, und dann gehen Sie mal bitte wieder. Können Sie den Kofferraum wieder schließen? Und achso, dann gehen Sie wieder zum Fahrzeug. Vordere Türe, so wie Sie eben standen, ja? Okay. Hier, da. Ja. Aha. So. Okay. Soll ich mitgehen? Also. Wenn es natürlich situationsbedingt möglich ist. So, Herr Mohn. Genau, guck mal. So. Super. Ich hab meinen Namen nicht merken können. Ja, super, sehr gut. Jetzt haben Sie gemerkt, dass ich komme. Und sind schon automatisch zu ihrer sicheren Position zurückgegangen. Das haben Sie gerade sehr gut gemacht. Würde es bei mir zum Beispiel länger dauern, können Sie anfangen, mit der Person zu sprechen. Versuchen Sie, Informationen rauszubekommen, Community Policing zu machen, okay? Einfach mal ein bisschen Ideen zu haben und so weiter und so fort. Kreativ sein. Ich komme zurück und ich sage jetzt, okay, Mr. Montero, Sie sind gestern auffällig geworden, tatsächlich wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Sie haben noch einen Bußgeld in Höhe von $200 offen. Tatsächlich, da Sie über den Stoppschild gefahren sind, kriegen Sie nochmal $100 drauf. Das heißt, Sie müssen insgesamt $300 bezahlen. Können Sie das tätigen? Also können Sie das tun? Mr. Montero sagt jetzt ja, okay, ich kann das machen. Oder sagt nein, ich kann das nicht machen.
wie ich ja vorhin erzählt habe, gibt mehrere Möglichkeiten, das abzuhandeln. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, wir nehmen ihn fest, wir lesen seine Rechte vor und das würden sie dann alles in dem Modul verhaften. Ach, stimmt, das mit den Rechten, ne? Sollte sowas sein, kommt es immer drauf an, wo das Fahrzeug ist. Steht das Fahrzeug natürlich mitten auf der Straße, muss es abgeschleppt werden. Steht es nicht mitten auf der Straße und zwar an einem Parkplatz, dann können sie das Auto auch liegen lassen. Der hat mit dem Auto nichts Schlimmes gemacht. Außer diesen Einstoppschild überfahren. Also auch hier Verhältnismäßigkeit. Ganz groß. Sie können den Taser wieder wegpacken, by the way. Verhältnismäßigkeit wird hier ganz groß geschrieben. Wenn er natürlich gerade, wie gesagt, an einem Bordstein ist, wo das Auto jetzt niemanden stört, lassen Sie das Auto abschließen. Achten Sie darauf. Sie haben ja tatsächlich die Kontrolle über diese ganze Verkehrskontrolle. Sie können die Person erst festnehmen, den Schlüssel entnehmen, während der Durchsuchung das Fahrzeug dann abschließen und den Schlüssel wieder zurückgeben. Sie allerdings fahren dieses Fahrzeug nicht. Machen Sie nicht den Fehler, steigen Sie nicht ein und fahren Sie nicht. Gut, okay. Wenn das Fahrzeug wirklich absolut stört, hat die Person in diesem Fall Pech gehabt. Sie können das Fahrzeug abschleppen lassen. Dafür gibt es Abschleppunternehmen wie Benny, ACLS und so weiter und so fort. Die sind alle in einer Partnerschaft mit uns. Das heißt, für sie ist es in dem Moment kostenlos, weil der Staat San Andreas das bezahlt. Beziehungsweise jedes Department einzeln. Entschuldigung. Oder vielleicht sogar zusammen. Fragen bis hierhin. 2:30 Montero, ich hatte eine kurze Frage, diese Belehrung, wo genau kann ich die nachlesen, damit ich mir die mal abspeichern kann? Frage, welche Belehrung? Wenn man Miranda. Jemanden dann verhaftet, ja genau, die Miranda-Belehrung. Genau. Polizeigesetz. Polizeigesetz, perfekt. Die ist aber ganz einfach tatsächlich. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ist ein Anwalt nicht im Dienst? Entschuldigung, Sie haben das Recht auf einen Anwalt, so, das ist das Ding so. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen einer gestellt, ist keiner im Dienst, müssen Sie sich selber verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Das müssen Sie sinngemäß, also genauso durchgeben. Das muss nicht Satz für Satz stimmen. Das Einzige, was Sie sagen müssen, ist, es wird gegen Sie verwendet und nicht im Gericht gegen Sie verwendet. Ganz wichtig, nicht im Gericht, sondern allgemein. Nochmal hier zusammengefasst. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ist kein Anwalt im Dienst, müssen sie sich selber verteidigen. Können sie sich keinen leisten, wird ihnen einer gestellt. Haben sie ihre Rechte verstanden? Das machen sie zweimal, wenn er einmal Nein sagt. Beim zweiten Mal hat er das automatisch verstanden. Oh. Und die Belehrung machen sie nur neben Kollegen, damit sie einen Zeugen haben. Okay, verstanden. Noch weitere Fragen? Negativ. Okay, wären wir noch zwei weitere Personen oder eine weitere Person, hätten wir schön eine Übung tätigen können. Hier ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde sie einfach auf die Straße schicken, weil auf der Straße können sie perfekt üben. Das ist wahr. Okay, das heißt, was machen wir jetzt? Hat ein Game Crash? Das war's tatsächlich. Mehr machen sie nicht. Ah, okay. Ich schalte ihn gleich frei. Wir dürfen gleich die Fahrzeuge zurücksetzen, wenn sie keine weiteren Fragen haben. Dann lesen sie sich das Modul kurz nochmal durch. Ja, kurz nochmal durchlesen, Polizeigesetz durchlesen und aber auf die Straße auf sie. Mhm. Wir brauchen sie nicht. Praktische Übung ist A und O. Sie wissen ja ungefähr, wie jetzt eine funktioniert. Mhm. Wir beenden, wie gesagt, immer die Maßnahmen, indem wir sagen, sie können sich das Fahrzeug schon mal reinsetzen. Sie fahren allerdings erst los, wenn unsere Lichter aus sind. Haben sie noch einen schönen Abend zum Beispiel? Okay, gut. Dann rein mit Ihnen, viel Spaß noch auf der Straße. Dankeschön. Glückwunsch. Dankeschön. Also hätte ich eine Frage noch. Ja. Wegen dem, ich habe noch so, letztes Mal, da waren wir, hatten wir so ein Rechtskundemodul oder sowas war das. Ich glaube, da wurde ich auch nicht freigeschaltet, kann das sein? Kümmere ich mich drum. Okay, gleich. Super, dankeschön. Ja, das war ja mal gut. Ja. Ich habe gedacht, da ist mehr Praxis. Aber ja, wäre es ja normalerweise scheinbar auch, aber wenn man so wenig sind, ne? Pech gehabt. Ja. Lassen Sie nicht wieder in den normalen Funk zu gehen. Ja, stimmt. Ja, ja. Dankeschön. Bis später. Müssen wir dann wieder Funkcheck machen? Wahrscheinlich. Streifendienst, komm. Na, jetzt hat er es ja durchgegeben. Aber ich glaube, jetzt gehe ich. 247, ja. 247, 1030, MAPD. Aber ich glaube, jetzt gehe ich wieder. Außer Dienst oder. Ah, okay. Ich komme dann heute Abend aber nochmal. Bist du heute Abend da? Heute Abend, wenn dann spät, sage ich mal. Ja, ich auch.
Ich müsste gucken. Aber vermutlich schon vielleicht. 72 Funkcheck. Ja, ich auch. Check. Vielleicht sieht man sich da nochmal, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht, ne? Ja, aber hat ja gut funktioniert. Darf ich jetzt eine Uhr dran haben oder nicht, Frau? Ja, Ah ja. Stimmt, da habe ich jetzt immer. 520 Bonus. Oh, ich hätte mich vielleicht nochmal abmelden müssen. Ja, kannst du ja dann gleich noch machen. Gut, dann sage ich schon mal, dann entweder bis später oder schon mal noch dabei schönen Feierabend oder so. Oh, danke dir auch, ne? Wo neu meldet sich ab? Abend. Guten Abend. So. Gott, sind hier viele im Innendienst. So, also. Die Gesetzdingens. Und was jetzt? Da. 5 Strahlung aktiv. Warte, was soll ich lesen? Check. 2-9 meldet sich ab. Ich find's gut, dass ich das so überschriftlich aufgeschrieben habe, alles. Und definitiv gar nicht verwirrend. Polizeigesetz. Hätte ich drauf kommen können. Mal eben kurz durchlesen, ja, man kennt's. Habe ich schon irgendwelche Benachrichtigungen auf meinem Handy? Nö. Hallo Luna. Ja, praktisch lernt man auch besser, finde ich. Wir hätten das ruhig noch 2-3 Mal üben können, damit man es dann wirklich drin hat, weil ich habe es jetzt zum Beispiel gar nicht geübt und ich werde es wahrscheinlich voll verhauen. Ich weiß es jetzt schon. Ich glaube, ich werde irgendwas übersehen. Vor allem irgendwie mit der nordöstlich irgendwie. Ich bin froh, wenn ich den Standort weiß. So die Tankstelle, den Namen oder sowas. Als dass ich dann irgendwie noch geschweige denn irgendwie dann auch noch an Himmelsrichtungen denken muss oder so. Ich glaube, ich darf nicht umziehen, weil dann kann ich einfach immer mein Haus als irgendwie möglichst südlichen Punkt nehmen. Außer ich bin in der Southside, dann halt nicht, aber ansonsten. Boah. Kollege, auch Bock auf eine scharfe Wurst. Auf eine scharfe Wurst? Wahrscheinlich nicht vegetarisch, von dem her nein. Ach so, Vegetar, ja? Ja, tatsächlich. Aber danke für das Angebot. Irish Egg Rolls hätte ich noch. Würde ich auch nehmen. Da ist ja kein Fleisch drin, soweit ich weiß. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Ja, gerne doch. Das ist nett. 405, aktiv. Ich hoffe, da ist kein Speck drin oder so. Das wäre ein bisschen Ufer. Ne? Ich habe eh schon wieder keinen Energieboost mehr. Wir sind jetzt schon lustig, den mag ich. Der hat mir irgendwas geschenkt, der ist nett. So, gleich noch einen Kaffee trinken, oder? Wir müssen das da sein hier ernst. Diejenigen, die heute am Technical Officer Tryout teilnehmen, die tragen das Polohemd dabei, da sie eine Menge Sport machen müssen. Teilen Sie dies den anderen Teilnehmern auch mit. Ihr 13 Ende. Er klang heute nicht ganz so genervt. Ja. Aber er ist ab O1, hab ich gehört, ne? Ist das auch ein Rekrut? Boah, das ist immer so mini, diese Schrift, ich erkenn's gar nicht. So, noch ein Kaffee, wie gesagt, wir nehmen das Officer-Dasein sehr ernst, es fehlen nur die Donuts. da. Wobei, wir könnten. Der sieht eigentlich auch geil aus, ich nehme den mal.
Guck mal, da sind Donuts. Und ich sehe irgendwie so aus, als würden die da schon länger liegen. Apropos Kaffee, ich mache mir noch einen Eiskaffee. Mach ich mir noch einen Eiskaffee? Frage. Solltest du machen? Außer du kriegst von sowas auch Bauer. Bauer? Was? Bauchauer, Entschuldigung. Dann vielleicht nicht. Hört sie kommen. Die 211 ist einteilbereit in Mission World PD. Nee, kriege ich nicht. Dann gönn die. Trennung 405 für die Leitstelle kommen. 405 hört. Haben Sie den letzten Funkspruch so mitkommen? So mitbekommen, machen uns auf den Weg. Stop. Ist das Sunny? Leitstelle Ende. So, achso, scheiße, ich wollte ja. Ich wollte ja Dinge lesen, Mann. Machen wir jetzt morgen das Modul auch? Die Frage. Wir können es wahrscheinlich auch spontan anmelden. Richtung DPD. Check. Komm schon wieder zu nix, oder? Ich mag die kurzen Sätze. 1,44 vom Check. Check. Vollzugshilfe, Exekutive. Boah, das ist irgendwie alles so Schwabbeldeutsch. Ich finde das immer so schwierig, sowas zu lesen, ey. Gibt's das nicht irgendwie so für Dumbos? So für, also irgendwie umgangssprachlich übersetzt bitte einmal. Okay, ich darf Schusswaffen gebrauchen, das ist gut. Bei flüchtigen Tätern ist der Schusswaffengebrauch darüber hinaus als letztes Mittel zulässig, wenn der Einsatz eines Tasers nicht erfolgreich war oder keinen Erfolg verspricht und es sich mit mutmaßlicher Straftat um eine gewalttätige Straftat handelt. Also wenn der einfach nur seine StGVO nicht zahlen will, dann darf ich ihn nicht umschießen. Schätze ich. Der willkürliche Einsatz von Waffengewalt ist da. 07 aktiv. Ja, auch ein bisschen weird. Check. Ist der Zweck oder Sinn oder so? Darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu erstrebender Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Abwehr einer Gefahr zur Erfüllung ihrer gemäß Paragraph 2 obliegenden Aufgaben. Während der Durchführung der Verkehrspersonenkontrolle. Feststellung, ja. Ja, macht irgendwie Sinn, aber ja. Da, erkennungsdienstliche Maßnahmen. Wenn diese im Verdacht stehen, eine Ordnungswidrigkeit vergehen. Oh, okay. Also sobald bereits der Verdacht ist, kann ich das schon machen. Nicht schlecht. 07, 10, 20 Lameser PD. Check. Unbegrenzt gespeichert, also nix Datenschutz. Wird nix gelöscht nach 2, weiß ich nicht, ne? Steht der Verdacht, beschuldigter Einfluss vom Alkohol, ist ein Alkohol-Drogentest zuverlässig? Name der DNA-Probe oder ein Alkohol-Drogentest darf medizinisches Personal hinzugezogen werden zur Abnahme. Das hatten wir ja auch schon. War da noch eine dazu aktiv vom Forma wahrscheinlich, oder? Nee, ist der Kowalski, kam gerade einer rein, okay. Bei Privatgrundstücken kann der Besitzer ohne Beschluss eines Richters nicht vom Platzes verwiesen werden. Ebenso können Angestellte eines geländeansässigen Unternehmens ohne Beschluss. Das ist interesting, weil ich weiß, als ich mit Ethan auf meinem Grundstück gechillt habe, waren die teilweise voll pissig, als ich da an die Gitter rangekommen bin. Aber das ist ja alles mein Grundstück gewesen. Das heißt, wahrscheinlich konnten die wirklich nichts machen dann. Interesting to know auf jeden Fall, oder? Rübergehen. Von
Da muss ein Richter sagen, jo, das geht klar. Ansonsten dürfen die das nicht. Das finde ich spannend. So im Nachhinein betrachtet. Bei Unternehmensgrundstücken ist ein Beschluss vom Chief Justice möglich. Okay. 402, aktiv Richtung WPD. Okay, ich glaube, dann hätte ich soweit alles. Das kann ich später machen. Und dann gehe ich jetzt, glaube ich, in den Dienstunterbrechung. Gut, danke. Dann haben wir noch gleich unter die Dusche hier. So, Oh, 90, ich melde dich ab in die Dienstunterbrechung. Wieso sind Kapitalverbrechen Mord und Totschlag? Kapitalverbrechen klingt nach Geld. Beamtendeutsch, schlimm. Flucht oder Fluchtgefahr? Verdunklungsgefahr? Verdunkelungsgefahr? Oh nein, er macht das Licht aus. Hä? Wiederholungsgefahr? Was ist denn Verdunklungsgefahr? Google, hilf mir. Dringender Verdacht begründet, dass bestimmte Handlungen sein müssen. Bin immer noch nicht schlauer. 1020 DPD 402 löst sich auf. Wo ist denn jetzt diese Miranda-Belehrung? Hey, yo, yo, yo. Hey, Nix, hast du mitbekommen, dass wir gleich im Poloshirt antanzen sollen? Hast du mitbekommen, dass wir im Poloshirt antanzen sollen? Ja, für Tactical Officer. Ja, ne, es wurde gerade von Korea mit dem Funkdurch gegeben. Also ich glaube nicht mal nicht, es ist ein Zachterschuss, das wäre sonst ein bisschen komisch. Miranda-Belehrung muss bei Festnahme beschuldigen bzw. Tatverdächtigen erfolgen. Diese muss bei der Festnahme spätestens 5 Minuten nachdem er in der Zelle gebracht wurde erfolgt sein. Diese lautet wie folgt und muss sinngemäß wiedergegeben werden. Ah. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was ich sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können Sie sich keinen leisten, wird Ihnen einer gestellt. Ist kein Anwalt erreichbar, müssen Sie sich selbst verteidigen. Haben Sie einen... Okay. Ja, das geht ja eigentlich. Vielleicht kann ich es mir ja sogar irgendwann merken. Drücken wir selber die Daumen. Durchsuchung von... Ah, guck mal hier. Durchsuchung von Personen und Fahrzeugen dürfen erfolgen, sowie bei Verdacht, bei Begehen einer Ordnungswidrigkeit, Vergehen bei Verbrechen oder Verdacht auf Öffnung. Weiß ich nicht, ja? Ebenso dürfen Durchsuchungen wie ja, nicht, von Personen bei akuten, begründeten Gefahren lang sowie während Festnahmen, Inhaftierung. Stehen das hier mit der Allgemeinen? Bei Durchsuchung der Person darf medizinisches Personal, ja. Ohne Beschluss eines Richters. Staatsanwaltschaft ist jedoch, wenn eine Voraussetzung des Absatzes vorliegt, befugt, einen entsprechenden Antrag auf Durchsuchungsbeschluss der Richterschaft zu stellen. Was? Nach Abschluss der Beweismittelsicherung sind alle legalen Gegenstände unverzüglich an die durchsuchende Person zurückzugeben. Sollte die Person nicht erreichbar sein? Sollte die Person nicht erreichbar sein? Ist diese unverzüglich? Was? Achso, bei Fahrzeugen. Okay. Nach Ende der Beweissicherung ist umgehend Fahrzeug halter zu informieren. Ja. Ich schau schon mal, ob wir das überhaupt da haben sollen. War das echt. Na? Okay, naja. Lese ich mir alles nochmal privat dann durch, aber für on-stream ist das jetzt ein bisschen, ne? Das heißt, ich würde sagen, wir fahren dann gleich raus. Miranda. So. Gut. Freunde, wann ist denn eigentlich hier nochmal Rollcall? Ich dachte immer früher, das heißt Roadcall oder sowas, aber es heißt irgendwie Rollcall.
Morgen wäre Sicherheit im Einsatz. 18 Uhr. 18 Uhr wäre machbar eigentlich. Ich glaube, ich habe morgen auch nichts vor. Zur Allgemeininfo im Funk. Die Wurstpumpe steht nun vor dem Davis CD. Falls Sie Hunger haben, kommen Sie vorbei. Info Ende. Warte, wo stand das jetzt, was ich nachgucken wollte, was ich zum Glück nicht schon wieder vergessen habe? Jo. Scheiße. Was wollte ich nachgucken? Oh, Kurzzeitgedächtnis, warum lässt du mich so hängen? Fuck. Ich hab's vergessen. Ich wollte irgendwas noch nachgucken. Alter, ich hasse mein Kurzzeitgedächtnis, das kannst du dir nicht ausdenken. Ach ja, ich wollte gucken wegen Rollcall. Wo stand denn das? Heute ist der 28. Grade, ist glaube ich dann hier, oder? Aber ich würde gerne die Uhrzeit nochmal wissen. Ja, keine Ahnung gerade. So. Guck mal, wer wieder unterwegs ist. Wahrscheinlich kommen wir wieder in den Norden, wenn wir sagen, wir wollen eingeteilt werden. Ja gut, versuchen wir das mal. Dann fahren wir nämlich noch raus. Ich weiß gar nicht, wann ist Roll Call? Ich wünschte, ich würde es gerade wissen, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Also. Gut, brauche ich noch... 424, wir führen uns gerade mit der Mesa PD. Check. Ich glaube, wir haben alles dann, ne? Gut. Wie war das jetzt? Leitstelle für 32 kommen? Ich hoffe, das stimmt dann. Leitstelle für 230 kommen. Leitstelle hört, kommen. 230 zur Einteilung bereit. Check, Leitstelle kümmert sich drum, komm. 230 Ende. Ich hätte noch kommen sagen müssen. 406 für die Leitstelle, komm. 406 fertig, komm. Einmal Emma für die anfahren und ein Officer rauslassen, der eine neue Streife mit der 230 bildet, komm. Ja, check, Ben, kurz mal eine polizeiliche Maßnahme, da sind wir unterwegs. Komm. Check, Leitstelle Ende. Ah, okay, die splitten. 4, 2, 4, 10, 30 haben wir PD. Oh, ich habe MRPD nicht gesagt. Ja, wird sie schon wissen. 404, Überführungsfahrt Richtung Lambesa PD. Check. 406 müssen, ne? 406 mit einer 1026, Aircare Driving School, ein schwarzer Impala, zwei Insassen. Warte, was? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Wen hat's jetzt angefunkt? War das nicht die 406? Wobei, könnte auch die 405 gewesen sein. Gut, dass mein Gedächtnis gut funktioniert. Hilfe. Naja, werden sie schon melden, wenn sie da sind. Ich hab schon wieder nichts zu trinken mehr. Belastend. Sekunde. So, sorry. Die Decke weggelegt. Warum ist mein Gehirn so dumm? Und kann sich gefühlt nichts merken.
Ich hol mir noch einen Kaffee. Für später. Der Char wird gefühlt eh immer müde dann. Ich habe erhöhten Kaffeekonsum. Aber ich meine, wir haben es ja, ne? Ich nehme mal einen so ein Ding mit, weil ich habe heute diese Energy Drinks vergessen. Ist jetzt die Frage, wie lange die da brauchen, aber ja. Was liegt denn da eigentlich alles? Wer ist die Frau? Hä? Da steht sogar ein Name. John Doe. Da steht das überall. John Doe. Dieser John Doe muss ein ziemlich wichtiger Mensch sein, wenn der hier überall seinen Sitzplatz hat. Ich bild mir immer noch ein, dass es die 406 war, aber irgendwie bin ich mir jetzt langsam nicht mehr so sicher. Das ist eigentlich Deputy, ist man im Sheriff Office, ne? Ist aber, glaube ich, fast dasselbe wie Officer, wenn ich mich nicht täusche. Nur halt oben, oder? Gibt's einen Ethan? Ich glaube, es müsste schon die 406 sein, oder? Die fahren ganz normal weiter. Kann man hier auch suchen? Da, Roll Calls jeden Tag um 19.05 Uhr. Oh, das ist aber spät. Aber es würde auch passen wahrscheinlich, wenn man da noch kurz hingeht und dann außer Dienst geht. Wenn die anderen auch so gegen 20 Uhr anfangen wollen würden zu spielen, sage ich mal, dann reicht das ja noch. Gerader Tag im PD. 28 ist gerade. 405 1020 Davis PD. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. TO Tryouts, ah, okay. Status 26, Personenkontrolle. 406 wieder aktiv, Richtung MAPD. 20, okay. Check. LMPD, EPPD. 404, 1030, La Mesa PD. Wofür steht ein Ü? 591, Funkcheck. Check. CSI Verwendung. 503 Überführungsfahrt, sende ich aus der Sola Mesa PD. Check. Ach, Überführungsfahrt wahrscheinlich, oder? Man lernt ja dazu. So langsam wird's ja. So. Die 405 wieder aktiv Richtung La Mesa PD. Check. Die Fragen, die ich eigentlich stellen wollte, habe ich jetzt immer noch nicht. Aber wenn die Module freigeschalten werden, sobald man die hat, dann bin ich teilweise etwas irritiert. Achso, nee, warte mal, die ersten vier hat man automatisch, ne? Ja.
Verfolgung hatten wir aber, ne? Funkcheck. Check. Oder zählt das dann nicht, weil wir das jetzt in der Streife da mal gemacht hatten? Mit McKinley. Das ist Verkehrskontrolle, da müssten wir dann auch freigeschalten werden, oder? Sportmodul. Das klingt cool. Aktengrundlagen? Aktengrundlagen klingt eigentlich voll wichtig. Das müsste man eigentlich gefühlt gucken, dass man, keine Ahnung, voll schnell macht oder so. Das fände ich voll wichtig hier. Weil ich da immer nicht weiß, was ich machen soll. Ortskunde auch. Ich hab das Ortskunde-Dingens nicht. Das wäre eigentlich auch voll wichtig, oder? 4.016.20 Mission Road PD, die 1.67 löst sich auf der 406, 406 wieder aktiv. Check. Okay, dann sind die ist da. Dann stellen wir uns schon mal hin. Dann müssten die nämlich jetzt ready sein. 406 aktiv. Check. Wunderschön. Einen wunderschön. So, muss ich, nehme ich sie mit? Ja, die 230, genau. 230, super. Ich will noch ganz kurz auf Toilette gehen. Kein Problem. 1,45, ja? Sehr gerne. Super. Löst sich auf der 405. Check. 575 besetzt die 504 und hat eine Überführungsfahrt zum La Mesa PD. Check. Seabreeze hat eigentlich echt oft offen, ne? Check. Ich muss da sagen, ne? Dadurch, dass wenn wir arbeiten, wir echt teilweise viel Geld kriegen, fühlt sich echt gar nicht mehr so schwer an, irgendwie ein schönes Auto zu haben. 1320 La Mesa PD. Also wenn wir wirklich einen, ich sag mal, einen Monat lang immer mal wieder ein bisschen arbeiten, klingt irgendwie so doof, aber gefühlt halt, ne, unsere üblichen PD-Schichten da einfach schieben, check, dann könnte man theoretisch echt schnell so ein Auto einfach mal haben. Vor allem schönes halt, ne? Ist halt schon krass. Guck halt, was hier noch offen hat, wegen Community Policing oder sowas später mal. Wieso haben die Tattoo-Dinger nie offen? Das triggert mich hart. Ich meine, jetzt könnte ich eh nicht gerade, aber, ne? Ich denke, er versteht. Ach ne, eigentlich Just Right wollte ich auch noch wegen Fahrradhelm. Ja, naja. Joa, wird schon, ne? Heute ist der 28. Ist noch nicht erfasst, ne? Ich finde, hier sieht man ganz gut, was so abging. Da haben wir uns freigenommen, aber wir haben 2 bis 2 Uhr morgens gearbeitet. Dann hier haben wir den ganzen Tag gefühlt geschuftet. Da hatten wir bis 1 Uhr morgens. Das heißt, wir haben um 17 Uhr angefangen. Macht Sinn, ja. Jetzt halt die letzten Tage halt nicht. Das ist schon praktisch, ey. Theoretisch kann ich mir auch so ausrechnen, wie viel ich insgesamt schon im PD verdient habe, ne? Wobei nicht direkt, weil wenn man überzieht ja irgendwie, hier 7 Stunden, ich glaube bis 6 Stunden kriegst du den vollen Gehalt oder wie war das? Und dann kriegst du irgendwie weniger, war da nicht mal was? Dauer. Uhr bis 1.07 Uhr. Ach, das war ein Game Crash oder wie? Ah. Das müssen teilweise die Game Crashes sein.
Oder sowas, oder? Hä, es klingt so merkwürdig aus. Leitstelle nach kurzfristigem Funkausfall wieder aktiv. Sollten Funksprüche in den letzten 2 Minuten abgesetzt worden sein, wiederholen. Glaube ich nicht. 518 aktiv. Check. Die 406 mit einer 1026 östlich. Wir haben schon wieder jemanden. Der Meteor Street Apartments. Ein rotes Fahrzeug mit einem Insassen. Check. 406 von der Stelle, komm. Die 406 hört sie, komm. Wird eine 1010 benötigt, komm. So aktuell negativ, komm. Leitstelle somit, Leitstelle Ende. Hat man das nicht gerade, dass wenn wir das nicht funken, dass man, ne? Interesting, dass die jetzt nachgefragt hat. Von der Leitstelle aus. Aber gut. 5 von 0 aktiv. Mach mal die PD-Gruppe rein gerade. Gruppe, PD aktiv. Die 405 1020 Squeaky Green Community Policing. Check. In einer halben Stunde müssen wir die Weste draußen tragen. Ich wette, ich vergesse es. Aber cool, dass wir immer neue Streifenpartner haben, das wollte ich vorhin noch sagen. Ne? Aber immer mal wieder jemand Neues. 20, La Mesa PD. Check. Das finde ich eigentlich ganz cool. Der Deputy-Fahrzeug, der gerade beim La Mesa PD angekommen ist, für 247 kam. Ja, 575 hört sich kaum. Fahren Sie mal auf den Hof, da ist Besucherparkplatz, komm. Ich komme zu Ihnen an die Straße. Ende. Ja, 247. Ich hätte noch nachgucken sollen, was er für einen Rang hat. Beendet und ist wieder aktiv. Ich glaube, das war irgendwas mit Officer, ne? Freitag ist auch Omega, ich bin gespannt, was da abgehen wird, by the way. Im Sinne von, ob da dann auch PD-mäßig irgendwas abgeht oder weniger. Ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob dann einfach alle auf Omega sind und da einfach Fun haben, sage ich mal. 420 vom Check. Oder... Check. Ob die, ne... dann irgendwie da wirklich auch Trouble machen, sag ich mal, weil die ja irgendwie rein wollen und irgendwie, ne? Man kennt's ja auch, oder mit den Drogen. Vielleicht können wir ja auch so irgendwie dann da kurz hin, who knows. Ich glaube, jetzt kommen wir. Meine Vorlagen kamen nämlich nie, deswegen, wir würden einfach erstmal auf Streife fahren und sobald die da sind, kannst du mich nochmal anrufen und anfunken, dann kommen wir vorbei. Super. Dann, bis gleich. So, wie war Ihr Name noch gleich? 230 Montero. Montero, wunderschönen guten Tag. 167 Chase, mein Name. Mhm. Chase oder Trace? Chase. Chase, okay. Ich schreibe mir das mal ganz kurz hier auf, bevor ich den Namen vergesse und die Dienstnummer. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ach, ich bin genau, da. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen rausfahren. Wie lange sind Sie jetzt schon hier? Eine Woche? Knapp?
Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, er könnte hinkommen so langsam. 20, knapp, ja, super. Vielleicht ein bisschen weniger. Dann, was wollen Sie machen? Fahren oder funken? Ich habe inzwischen beides schon gemacht. Okay, wo fühlen Sie sich noch unsicherer? Funken mit den Ortschaften. Dann funken Sie. Dann kommen Sie mit. Mhm. 5:16 übernimmt die Leitstelle. Finde ich auch gut, dass er es fragt. Also Funken an sich mag ich, aber mit den Ortschaften, wie gesagt, ist schwierig. Ich glaube, bei dem lernst du viel, oder? Ja, wäre cool. Schauen wir mal. So, dann rufen Sie schon mal den Kofferraum. Ich muss ja kurz am Telefon, ja? Okay. Nein, wunderschönen guten Tag, Victor. 2 Erste-Hilfe-Kasten, 1 Feuerlöscher, 1 Desinfektionsmittel, 1 Alkoholtest, 3 davon, 3 Leuchtkegel, 5 davon, 1 CSI-Kit, Leuchteinwinkstab. Ist da nur einer notwendig? Scheinbar, okay. Ich glaube, das passt soweit. Das wäre das Einzige, wo ich mir unsicher bin, aber ich glaube, das stimmt. Ich glaube, die hier waren 3 und davon nur einer. Schnelltest 3. Die Verbandskästen sind auch alle gültig, ja. Sieht gut aus, ja. Also mir würde zumindest nichts auffallen. Gibt es irgendwas, was ganz fehlt? Muss man das mal screenshotten, glaube ich. Ja. Ich rufe dich mal nochmal an, ja? Genau. Alles klar. Bis denn. Ja, danke. Gut, alles da? Ja, von den Leuchteinwinkstäben, da war auch nur einer benötigt, ne? Der Einwink, genau, richtig. Okay, ne, dann müssen wir nochmal kurz reinschauen. Ja. Aber ja, genau. Wichtig ist immer die Verbandskästen. Oder einer, der läuft jetzt. Genau. Passt ja, genau. Wartung vom Feuerlöscher ist auch noch fein. Mhm. Genau. 5 Kegel, 3 Leuchtkegel, Fingerabdruckset, Alkoholtest, ist alles da. Ja. Super. Dann. Genau. Dann gehen wir mal nach vorne. Dann machen wir natürlich die Fenster runter. Und dann können Sie uns mal im Bordcomputer eintragen. Aha, 5:18, 20, Bonus, Pitstop. Da müssten wir sogar schon eine Spalte haben. Da müssten Sie dann quasi nur noch das Auto reinziehen und oben einmal den Titel ändern. Die 403, ne? Genau, das ist die 403. So, Ihre Nummer war die 167, oder? 167, genau. Das ist mal ein Suchspiel, oder geht das irgendwie schneller? Ne, wir sind unten schon in so einer Kachel, wenn Sie mal gucken. Ach so, da hatte ich uns schon reingezogen vorhin. Hier. Sie müssen noch einmal das Fahrzeug, die 403, müssen Sie noch einmal... Oben genau. Noch eintragen dann, ne? Richtig. Okay. Dann auf Speichern drücken. Ganz wichtig. Aha. Super. Das sieht sehr gut aus. Dann, genau, richtig. Dann kann ich uns aktiv funken, oder? Genau. 403 aktiv. Sehr schön. Und zwar folgendes. Wahrscheinlich werden wir gleich angefunkt oder angerufen. Mhm. Von einer Kollegin, die gleich Zeugenaussagen hat und die wollte fragen, ob wir dann Zeugenaussagen machen, wir immer zu zweit. Mhm. Das 4-Augen-4-Ohren-Prinzip halt, damit immer nicht Aussage gegen Aussage steht. Ja.
405. Entsprechend werden wir da mal bei sein und begleiten. Und da kam auch die Idee, dass. Hatten Sie schon mal eine Zeugenaussage? Waren Sie schon mal dabei? Ja, also Zeuge nicht direkt geschädigter, würde ich sagen. Okay. Also ja, je nachdem, wie man es halt sieht dann. Ne? Im Endeffekt auch eine Zeugenaussage, aber genau. Werden wir gleich auch noch machen. Dann können Sie einmal quasi einmal mitschreiben und einmal auch mit Fragen stellen, dass Sie da so ein bisschen auch Übungen bekommen. Nämlich ganz, ganz wichtiger Teil unseres Berufs. Ja. Genau, werden wir gleich mal machen. Auf jeden Fall zwei oder drei Personen kommen, wenn sie überhaupt kommen. Muss man sagen. Mhm. Und dann. Die was der Tag noch so bringt. Feuerort melden sich geschlossen in den Ort-1-Punkt-Abkommen. Check, damit kommen. So, Ortsangaben haben sie gesagt, sind auch so ein bisschen ihre Schwäche, ja? Ja, also genau, 10:20 an sich natürlich. Und dann halt, ich sag mal, wenn man dann in irgendeiner Tankstelle ist, die ich noch nicht gekannt habe, oder, ne, wo man dann nicht ganz weiß, wie die heißt, dann ist man schwierig. 405 wieder aktiv. Ja, klar. Check, 405 für die Landung. Aber ich habe auch gesehen, es gibt ein Ortskundemodul. Genau, richtig. Das machen quasi das gleiche, was wir jetzt aus Blank County kommen. Gleich machen werden. Wir fahren einfach ein bisschen rum und. Im Ortskundemodul wird Ihnen einfach gesagt, wo das ist. Ich würde es heute einfach mal machen. Ich würde ab und zu Sie einfach mal nach dem Standort fragen, nach der 1020. Ja. Dann geben Sie mir einfach mal die Ortsangabe, wo wir gerade sind, also auf welche Himmelsrichtung, worauf, also in welche Richtung wir gerade fahren, beziehungsweise in welche Fahrtrichtung wir gerade haben und auf was wir zufahren, wenn Sie kennen. Ja, das klingt also, gut. Das nächste Modul. So. Fangen wir mal relativ einfach an. Ich such mal was. Ein 67 für die Leitstelle kommen. Mr. Montero? Verzeihung, ich hatte gerade. Alles gut. Ja. Könnten Sie die Frage wiederholen? Wie die 1020 jetzt gerade ist? Südlich Pacific Standard Bank. Genau, Fahrtrichtung? Fahrtrichtung Westen. Auf was fahren wir zu? Das nächste, was mir einfallen würde, wäre hier Pegasus Apartments. Schauen Sie mal hier links. Das dicke UFO. Ah. UFO-Haus. Also einfach, ist das UFO-Haus bekannt? Okay. Ja, können Sie einfach sagen. Und ansonsten kommt hier unten gleich relativ viel, so, was man sagen kann. Hier links ist der Comic Bookstore mit dem Affen drauf. Ja, und dann haben wir hier unten. Kommt denn hier noch alles? Die Apartments hier, waren das die Pegasus Apartments oder ist gerade falsch? Ich glaube, die Pegasus sind weiter unten. Ah, tatsächlich. Scheiße. Aber ich bin mir da nicht 100% sicher. Die ganzen Apartments, die habe ich auch nicht immer so präsent. Okay, das hier wäre das Weinwood Varieté, richtig? Genau, hier rechts ist Winters Wäsche. Dann hier Tiki Lada. Ja. Und dann Little Italy. Und gerade vor uns das Prisma. Genau, alles das wäre halt valide gewesen, beziehungsweise wir sind halt auf dem Winewood Boulevard. Und ja, ich meine, wenn man schon weiß, Pacific Standard Bank Richtung Westen, dann findet sich halt jeder. Ist halt wichtig bei den 1060er. Da ist es weniger wichtig, wo wir gerade sind, weil wir in Bewegung sind. Ist ein guter Orientierungspunkt, aber es ist vor allem wichtig, wohin fahren wir gerade, damit die Kollegen da irgendwie entgegenkommen können und ansonsten hat man so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Aber das lernen sie dann mit der Zeit. Also die ersten 1060er, die werden, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich schrecklich. Ich hatte tatsächlich schon eine.
Ja, dann wissen sie ja auch wahrscheinlich. War wirklich schrecklich, aber ja. Unter Druck, ja, das ist aber normal, ne? Also ja, und der Kollege hatte gleichzeitig noch Leitstelle, das hat das Ganze nicht einfach gemacht. Ach Gott, ja. Ja. Aber wie nennt man das Gebäude denn rechts hier? Das Universitätsgelände. Genau, University. Direkt dahinter? Shamrock? Genau. Once ist das Quad Center. Aha. Uh-huh. Das weiß ich, weil da diese Modenschau war. Sag kurz 10:30, Palito Beso. Ist das hier oben die Tonga Valley Tankstelle? So, und jetzt fahren wir mal zu einer ganz berüchtigten Tankstelle. Die kenne ich tatsächlich. Ja, wie heißt sie denn? Tonga Valley Tankstelle. Genau, und warum ist sie so berüchtigt? Weil hier sehr viele Überfälle wohl, oder Raubüberfälle wohl stattfinden, ja, genau, sollen. Viele Alarme vor allem. Ja, Fluchtweg halt, ne? Ja, auch ein bisschen abgelegener. Hm? Bietet sich halt an. Ja, das heißt, Tonga Valley wissen sie dann hier oben. Also werden sie auch zeitnah wahrscheinlich mitbekommen, dass das mal passieren wird. Ich hatte das jetzt in der letzten Woche, glaube ich, 3 Stück oder sowas. Ja. Genau. Das ist halt eine Tankstelle, wo du auch von beiden Seiten rauf und runter kommst. Meistens sind hier Mopeds oder Motorräder, wo wir die dann in alle Richtungen fahren können, quer über die Tankstelle. Mhm. Und später können wir auch mal, wenn wir Zeit haben und wenn es anbietet, kann ich Ihnen auch mal zeigen, wie man so eine Tankstelle absichert, wie man da vorgeht, wenn man das Ding stürmt. Mhm. Weil wir da auch ganz, wenn es mal Protokolle haben, die wir befolgen müssen. Mal generell, ich weiß nicht, waren Sie gestern oder vorgestern im Roll Call dabei? Vorgestern, glaube ich. Also gestern nicht und vorgestern auch nicht. Okay, auf jeden Fall natürlich immer sich selber schützen, wissen sehr. Ihr eigenes Leben ist viel mehr wert als irgendein Erfolg über einen Einsatz. Ja. Deswegen, 5, 3, 0, 10, ich mag den, das ist cool. Generell gilt, solche Tankstellen stürmen wir nur zu viert, also mit 2 Streifen. Ja? Oder sogar noch zu mehr, je nachdem, wie viele Leute da drin sind. Selbst wenn da nur eine Person drin ist, da wird nicht zu zweit reingestürmt. Also dann sagt man dann lieber, Leute, wir bleiben draußen, warten auf Verstärkung, wenn keine Verstärkung kommt, notfalls bricht man diesen Einsatz ab. Denn wenn man da zu zweit reingeht, ist die Chance sehr hoch, dass irgendein Officer verletzt wird. Letztens ist damit ein, ich glaube es war ein Deputy, ist daran verstorben, wegen so einem Einsatz. Deswegen sind wir da immer sehr vorsichtig. Aha. Aber in letzter Zeit trifft das immer wieder auf, und auch wenn sie das bemerken von einem Vorgesetzten oder von einem Officer, einem Rang höheren, wenn sie sich da unwohl fühlen und sagen, weiß ich nicht, dann sagen sie ruhig ihre Bedenken. Und ansonsten, wenn sie mehr merken, zu zweit wird in der Tankstelle gestürmt und sie halten das für sehr gefährlich, dann melden sie das auch ruhig, weil nur so können wir daraus lernen. Okay, verstehe ich, ja. Letztens hatte ich auch mit einer Recruiting, war ich unterwegs, hat eine 1060, und sie hat dann gesagt, sie traut sich hier nicht komplett Vollgas fahren, weil ihr das so gefährlich ist und weil sie sich das gerade mit den Fahrkünsten nicht zutraut. Mhm. Fand ich auch vollkommen okay, weil ist für mich besser, als wenn sie uns da irgendwie in einen Unfall reinzieht. Einfach weil sie das macht. Natürlich, irgendwo müssen wir es machen, aber da auch immer Sicherheit und die Sicherheit der anderen Leute gehen hier vor. Wie nennt man denn diese Tankstelle hier? Da müsste ich jetzt raten, da würde ich sagen, irgendwie Sally Siesta Tankstelle. Genau, Sally Siesta ist fein, Sally Siesta wird es ja bald nicht mehr geben. Ja, schwieriger dann. Das ist die Pacific Bluffs Tankstelle. Pacific Bluffs Tankstelle. Okay. Genau, ist ein kleiner Zungenbrecher. Du musst aufschreiben, glaube ich. Aber ganz richtig. Als ich das erste Mal Ortskunde hatte, habe ich mir alle Begriffe aufgeschrieben, die mir so gesagt wurden in der Streifenfahrt. Oh, 49, ja. Funkcheck. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe nie wieder in diese Liste geschaut, nachdem ich die einmal runtergeschrieben hatte. Das waren dann 70, 80 Dinger oder sowas. Und nachdem man die runtergeschrieben hat, irgendwie hat mir das geholfen, das zu merken. Ja, ich versuche auch immer alles mitzuschreiben, wo ich nur irgendwie kann. So. Ja. So langsam werden es aber so ein paar Einträge. Also ich muss dann immer nochmal danach das nochmal schöner darschreiben, weil ansonsten die Übersicht da... Ist ja da schnell, ne? Ja.
Ja, genau. Wichtig auch bei Sachen wie Aussagen. Mhm. Okay, es wird hier ein Auto von uns abgeschleppt. Was für ein Auto? Die 438. Okay, ich ja. Die Frage ist, wird das jetzt abgeschleppt, weil wir es, weil es war kein Row-Truck, es war ja eher so ein normaler Schleppheber. Mhm. Frag gleich mal kurz nach, wir halten mal kurz hier rechts. Okay. So, habe ich den Vakarian eingespeichert, das ist ja sehr gut. Ja, habe ich sogar. Ja, wunderschön. Kurze Frage. Ist dir bekannt, dass gerade ein Fahrzeug von Bennys abgeschleppt wird? Beim El Perro Pier? Es war auch nicht so ein Laster, es war einfach nur so ein normaler Abschlepper mit so einem Haken hinten dran. Der ist gerade von dem Pier weggefahren. Das war die 438. Ich würde mal kurz nachschauen, ob die beschädigt ist. Aber ansonsten... Ja, genau, richtig, weil die in, weil ich von dem Bennys abgeschleppt wird. 0620 Mirror's Edge Tankstelle. Oh, neue Leitstelle. Ja, habe ich gerade auch gesehen. Ja, ich frag mal Eskeda. Ich kenne den tatsächlich. Super, bist denn? Aber der ist echt nett. Hey. Ja, normalerweise hören wir ja solche Sachen mal Funk, ne? Mhm. Ist gut, wenn man ein Auge offen hält. Weiß ja nicht, was Ola, du da hast. Kurze Frage, Eskeda. Hast du gerade ein Fahrzeug von euch abschleppen lassen? Okay, ich habe mich nur gewundert, weil ich keine Funkdurchsage und ich habe hier nur so einen kleinen Bennys Inks gesehen, der hier das Auto von dem Pier zieht. Ich dachte schon... Ach so, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. 406 aktiv. Perfekt, einen schönen Abend noch. Ja, ciao. Ja, die haben vergessen, also der Motor lief noch. Entsprechend war der Tank leer. Oh. Ungünstig, ja. So, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Was wollte ich noch einen sagen? Achso, ja genau, Zeugenaussagen. Es gibt manche Kollegen, die schreiben Wort für Wort mit. Es gibt Kollegen, die machen das anders. Wichtig dabei ist zu wissen, die Zeugenaussage muss sinngemäß wiedergegeben werden, also aufgeschrieben werden, aufgenommen werden. Mhm. Was ich immer ganz gerne mache, das können Sie für sich entscheiden, wie Sie das dann später als Officer haben wollen. Ich lasse immer die Zeugenaussage, die ich aufgenommen habe, von dem Kollegen, der es aufgeschrieben hat, nochmal vorlesen. Einfach damit die Leute wissen, das haben wir aufgeschrieben, das werden wir so in die Akte eintragen. Und da haben die halt nochmal die Chance zu sagen, hier, nee, ihr habt was falsch aufgeschrieben oder ich habe was ganz anderes gesagt. Finde ich halt ein bisschen humaner, als wenn man das einfach so hinnimmt und sinngemäß Zeugenaussagen dann so ein bisschen postmäßig verwirrt. Mhm. Aber das ist dann ihre Sache, wie sie dann später die Akten führen. Ist nur... wichtiges Detail. Also man muss nicht wirklich Wort für Wort mitschreiben, es muss nur sinngemäß wiedergegeben werden. Genauso wie die Belehrung. Ne? Die muss auch nur alles beinhalten, was er wissen muss. 10:30 Babyhut. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall lustig noch. Ne? Sie haben ja noch ewig Zeit, von daher... Ja, zum Glück. Da bin ich sehr froh drüber. Erste Woche fühlt man sich dann immer so ein bisschen, ich will nicht sagen schwach, aber... überfordert oder viel erschlagen, ja. Das ja, erschlagen, genau, das ja. ist das richtige Wort. Ja. Aber mit den Wochen geht das rum und auf einmal sind 4 Wochen rum, das bemerken sie gar nicht. Mhm. Und dann ist schon Prüfungszeit. Ja, das wird auch spannend. Ich habe gelesen, dreimal kann man es machen, notfalls.
Das habe ich auch gelesen, das hat mir auch ein bisschen Angst eingejagt, aber es ist, man muss halten, es ist eine Rekrutenprüfung, darauf werden sie geprüft, ob sie alleine in den Streifendienst können. Mhm. Also quasi die ganzen Basics kennen und eine Akte anlegen können, eine OVI ausstellen können, eine Verkehrskontrolle machen können, 1060 funken können, sich mit den Dienstanweisungen so halt auskennen, ne, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Das sind so die Anforderungen, die man hat, und es ist jetzt keine Sergeant-Prüfung, wo dann wirklich viel verlangt wird. Ne? Das will ich auch nicht machen. Das ist 1 in Anführungszeichen. Mhm. Machen Sie sich doch nicht verrückt. Ja, ich versuch's. Noch ist es ja aber noch weit genug weg, um. Ja, genau, richtig. Wie kam der Wunsch zum PD? Tatsächlich so mit der Zeit erst. Also, es war nicht schon immer so mein Traum, sondern man hat zwar schon immer so ein bisschen Inspiration bekommen, sag ich mal. Meine Mutter ist auch beim PD. Aha. In Miami, aber es hatte mich relativ lange noch nicht interessiert, bis man dann ein bisschen reifer wurde, sag ich mal. Und dann, ja, die ganzen anderen Jobs, die waren mir ehrlich gesagt etwas zu langweilig, und irgendwie wollte ich dann auch lieber was bewirken. Das hört sich gut an. Wie lange sind Sie schon hier? Auf der Insel jetzt vielleicht so einen Monat inzwischen. Muss mal relativ gucken, wann ich angekommen bin. Ja, da ist dann Ortskunde nochmal ein bisschen 518 Uhr Führungsfahrt Palito Bay. Schwieriger, als wenn sie jetzt schon 2 Jahre hier sind. Das stimmt, ja. Wie manche andere. Also bei mir war es ähnlich, ich war auch einen Monat hier, bevor ich zum PD gekommen bin. Von daher. Bin ich eigentlich 2 Jahre. Kann ich das gut nachvollziehen mit der Ortskunde. Ja. Was ist denn das für eine Tankstelle hier links? Das ist die Yingyang-Tankstelle. Genau. Und vor uns logischerweise Dillys, steht hier auch fett dran. Mhm. Wie würde man den Binko hier beschreiben? Vespucci Binko einfach, oder? Ja, Binko Vespucci, genau, oder Binko gegenüber Dillys. Ah ja, Also einfach wirklich literal, was man sieht, beschreiben. Es gibt kein richtig, kein falsch, man kann das halt verschiedene Wege nennen, Hauptsache die Leute wissen, wo das ist. Mhm. Und dann Vespucci Binko gibt's zwei. Ne, ein. Und Suburban hier. Führungsfahrt Palito SO Davis PD. Der in dieser Fußgängerzone. Genau, richtig. So, die Driving School. Wenn ich die nicht kennen würde, dann müssen sie sich Sorgen machen. Richtig, dann würde ich sie nochmal auf den Führerschein fragen. Hier rechts Seabreeze. Ne? Zum Beispiel, wenn man sich mal Jetskis leihen möchte. Anstelle für 249, komm. Ich kann man auch leihen, die Boote. 249, ja, benötigt deine Einteilung im MRPD, komm. Anstelle 45, komm. Check 249, Ende. Das ist auch gut zu wissen dann. Jetskis auch. Jetskis sind sogar relativ günstig. Boote kosten, glaube ich, $2,500 für 2 Stunden, glaube ich. Mhm. Ich bin bereit für die Latschen machen. Ja, das sind wir. Einmal antworten, wenn es hier kommen wird. Ja. Letzter Funkspruch mitkommen. Was hat er. Ich verstehe das nicht. Letzten Funkspruch so mitkommen. MRPD abholen. Jemanden. Also, sagen Sie einfach ja, somit fahren MMPD an. Ja, somit fahren MMPD an. Genau. Ich hab die extra schon lauter gemacht, aber das habe ich trotzdem wieder nicht verstanden. Boah, ja, das finde ich immer so anstrengend. Also das ist wirklich irgendwie. Das lernt man auch mit der Zeit, deswegen, wenn Sie auch mal für einen Funk Ruhe brauchen, sagen Sie ruhig Bescheid, dann hören wir kurz auf zu reden. Ach, an sich alles gut. Ich versuche eben, ne, also wenn man die Redepausen macht, wenn da ein Funkspruch kommt, dann geht das eigentlich. Ja. So. 518 die Chance-Tankstelle. Die Leitstelle habe ich halt gar nicht verstanden. Mit der Bahn sind wir jetzt rumfahren. Wenn ich das richtig verstanden habe, der 249. Und ich setze mich auf den Rücksitz und spanne. Okay. Quasi. Sich irgendwie einschreiten muss. Die 405 ist wieder aktiv. Ist der ja auch Rekrut, oder? Ja. Ah, ja. Ein paar Wochen länger, glaube ich, 2 Wochen länger. Aha. Wir sind in der 4. Woche insgesamt sein. Er ist auch relativ fit, von daher. Da können Sie sich abschauen, wo Sie dann auch in ein paar Wochen sind. Okay, sehr schön.
Achso, dann funken Sie uns mal 1020 MAPD. 403 1020 MAPD. Check. Und dann gucken wir mal, ob der Kollege von alleine rauskommt. Da schon. Dann, gut aus. Hallo. Wunderschönen guten Tag, Herr Barnes. Ja, wunderschön. Wunderschön. Sie dürfen einmal fahren. Ja, selbstverständlich. Ich will auch in den spannenden Dingen fahren. So. Ach ja. An der Fahrt gleich ein bisschen schwierig. Ich hab grad schon geguckt, ich müsste schon eingetragen sein. Ja, ich kann es nicht mehr nachschauen, das müsst ihr jetzt beide machen. Also ich, als ich gerade geschaut habe am PC drin, war ich schon eingetragen. Guck mal trotzdem nach. Ja. Damit man es lernt. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, dann sind wir wieder aktiv. Jawohl. 518, 1020. Wenn die Chance ist, 518 löst sich auf. aktiv. Ach, mein Teamspeak, ey. Jetzt stürzt das die ganze Zeit ab, ey. Oh, ich kotze im Strahl. Jetzt habe ich das einmal an, dieses Funkdingens. Oh mein Gott, maximale Verbindung. Ja, dann warten wir kurz. Also, warum fahren Sie ruhig weiter? Aber mach das gleich nochmal. Ja, mir geht's super. Und Ihnen? 403 aktiv. Ah, ah, super, da kam's durch. Ja, mein Funkgerät hat leider so ein paar Probleme. Ne? Alles gut. Das ist bei uns allen so. Mhm. Okay, dann frage ich jetzt nochmal in die Runde, sonst wäre es ein bisschen unfair. Wie geht's Ihnen zwei? Sehr gut. Sehr schön. Ja, ne? Sehr gut, sehr gut. Ich habe hier den entspanntesten Sitz hin. Ich muss nur aufpassen, dass ihr keinen Blödsinn macht. Das stimmt, eigentlich echt der entspannteste Sitz. Das hat echt anstrengend. Ja, aber es ist auch doof, wenn zwei Rekruten dabei sind, dass einer hinten sitzt und nur zuguckt. Ja. Sag ich mal, Praxiserfahrung müsst ihr halt beide sammeln. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Je nachdem, wie lange man schon da ist. Und ich sag mal, so rumfahren kann ich auch noch den ganzen Tag, ne? Ja, gut, das ist wohl wahr. Das ist so richtig. Dann morgens in der Einzelstreife oder was auch immer. Die 1,50 übernimmt die Leitstelle. Das hat echt noch los gewesen im Dienst, oder? Bisher nicht, nein. Ah, okay. Eigentlich sollten wir auch noch bei Zeugenaussagen helfen, aber bisher wurde sich noch nicht gemeldet, deswegen sind wahrscheinlich die Zeugen nicht erschienen. Wie immer. Mensch, wie so häufig, ja. Ja. Was ist denn das hier für ein Turf rechts von uns? Die SGF. Ja, ausgesprochen. Strawberry Gangster Families. Sehr schön. Ich kann das noch nicht. In welchem Modul lernt man das alles? Auch Ortskunde. Ortskunde, okay. Ich merke schon, ich brauche Ortskunde. Wenn Sie einmal in den Bordcomputer gucken, ja, und unter dem Tab Operation da ein bisschen runterscrollen, da sind die auch alle markiert und eingezeichnet. Das heißt, sind Sie mal sich nicht sicher, dann können Sie einfach mal in den Operations Tab gehen, gucken, und da ist eine Karte, können Sie sich auch öfters angucken. Ja. Oh, sehr gut. Wichtig ist nur, Sie müssen wissen, wo es zu finden ist. Ne? Das erwartet keiner von Ihnen, dass Sie jederzeit wissen, was alles und wo alles ist. Genauso wie Sie auch keine Paragraphen von Gesetzestexten auswendig kennen müssen. Mhm. Sondern, wenn Sie dann jemanden haben, der hat einen Stoppschild überfahren, dann gucken Sie notfalls nochmal nach, was das Strafmaß ist und was weiß ich alles. Das ist völlig in Ordnung. Das ist alles sehr gut zu wissen, wenn man weiß, wo man es findet. Genau. Ich habe mir zum Beispiel die Abkürzungen und die vollen ausgeschriebenen, ich habe es mir rausgeschrieben. Einfach ein bisschen zum Lernen. Mhm. Ja, das würde ich definitiv dann auch machen. Genau. Und dann weiß ich auch, wo ich nicht reinfahren darf und nicht aus Versehen dann, ne? Wenn man dann wieder doch mal fährt. Ja, dann eigentlich müsste immer ein Officer dabei sein, der sonst vorher schreien würde. Aber rein theoretisch, wir dürfen jetzt durch Turfs fahren, weil wir drei Leute sind. Ah ja. 5:01:10:30, Davis PD. Ich würde es nicht empfehlen gerade. Dadurch, dass wir, also, ne, dass ein Officer, zwei Rekruten, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil ich auf, also ich bin halt quasi dafür verantwortlich, dass es irgendwann gut geht. Mhm. Und im Turf kann mal schnell was passieren, was außer meiner Kontrolle liegt. Wenn wir jetzt von einer normalen 1026er reden oder sowas, die wir durchführen, Personenkontrolle, dann kann ich da noch relativ gut Überblick behalten und eingreifen, aber sollte es jetzt irgendwie im Turf eskalieren und wir sind da zu dritt drin, dann, ist das nicht so gut für euch und für mich auch nicht. Ja. 520 1020, Hannis Steiner.
Na, ist das wohl wahr. Check. Aber ich sag mal, so tendenziell dürfte man das, ne? Da wird auch niemand wollen ist auch immer was anderes. Richtig, sein. Da wird auch niemand einen ans Bein pinkeln, sollte da was passieren. Es ist halt nur, ich finde es nicht gut, mit frischen Rekruten unbedingt Tour de Turfs am Abend zu machen. Mhm. Zumindest nicht als Einzelstreife. Wenn wir zwei Streifen wären, was anderes, ne? Weil dann haben wir noch einen zweiten Officer dabei und mehr Leute. Herr Montero, wieso fahren wir Parkhäuser ab? 40620, Davis PD 406 lässt sich auf. Also dazu erfahren direkt habe ich noch nichts, aber meine Vermutung wäre natürlich, dass das hier bestimmt uneinsichtige Spots sind, um zum Beispiel Drogenhandel zu betreiben oder andere Leitstelle für die 178 Vergehen, sag ich mal. Für anderem, ja. Leitstelle hört. Finden Sie sich noch irgendwelche... Eine neue Einteilung und steht am Davis. Ja. Vielleicht noch zur Fahndung nach Autos, die eben auf dem schwarzen Blatt stehen, auf der Fahndungsliste. Ja, da müssten wir jedes... Genau, richtig, wir können grob nach dem Aussehen der Autos gucken. Kennzeichen wird zu viel nehmen, weil es gibt Parkhäuser wie am Flughafen, da können wir auch gleich mal gleich hinfahren, die sehr viele Fahrzeuge haben. Ja. Aber vor allem haben Parkhäuser auch das Gute an sich, sie werden oft aufgeknackt, die Fahrzeuge da drin. Mhm. Ja, und da können wir immer ein bisschen sicherstellen, je öfter wir hier sind, je öfter uns die Leute hier sehen, desto weniger machen die das. Ja, einfach Präsenz auch, unter anderem. Mhm. Und wie Sie schon richtig sagten, generell auch Drogen, Hotspots oder was es nicht so alles gibt, vor allem hier. Das ist alles, sieht alles nach Tuning aus, auch mit den ganzen dicken Kurven. Die sind so angelegt irgendwie mit der Deko hier. Ich glaube, wir sind auch ab und zu mal Tuning-Treffen, wenn ich mich nicht ganz irre. Sieht danach aus, ja. Ja, genau. Dann fahren wir mal zum Flughafen. Herr Barnes, sind Sie eigentlich mit Herrn Foley verwandt? Nee, warum? Ja, weiß ich nicht, irgendwie wirken sie so ähnlich auf mich. Warum denn? Ich finde, wir sind komplett verschieden. Ja, von der Art aber nicht. Also, okay. Also Stimmfarbe ist ähnlich. Das ist mir ehrlich gesagt auch schon teilweise ein bisschen aufgefallen, da bin ich ehrlich. Ja, eben, und deswegen, also... Jetzt würde ich wissen, wie der Herr Foley ging. Ja, vorher war es auch ähnlich irgendwie. Ja, das stimmt. Zwar, nackter Mann ist auf dem Kopf. Weniger. Ach. Nee, verwandt sind wir allerdings 0,0 miteinander. Hätte ja sein können, irgendwie. Sind alle irgendwie verwandt. Also davon wüsste ich eigentlich. Genau mit Frau Barnes, wo ich auch schon einige Male gefragt habe, sind Sie verwandt? Ja, nee, gut, weder verwandt noch verschwägert. Aber, durch die Namensgebung dann, ne? Ja, das stimmt. Kann auch die Frage keinem verübeln, ich würde es genauso fragen. Eben. Bin ich ehrlich, ne? So. Weil das jetzt nicht so die... Ich sag mal, super speziellen Namen sind, oder? Sind durchaus ja häufiger vertreten. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es da auf der Insel teilweise aussieht, aber ja. Ja, natürlich, es gibt halt immer so Namen, die öfter vergeben sind. Ja. Da. Wie nennt man das große Gebäude hier links, Herr Montero? Jetzt hier gerade, das war das MD. Das, was jetzt hier gerade ist. Aphrodon? Nee, das ist so, also... 178, meldet sich ab. Hier ist unter anderem das Aphrodonus auch dran, aber das ist der Rockford Plaza. Ah ja, steht da ganz fett dran, okay. Genau, richtig. Deswegen Rockford Plaza auch immer ein Riesenkonstrukt. Da immer am besten sagen, wo man vom Rockford Plaza ist. Zum Beispiel waren wir jetzt gerade dann erst westlich. Südöstlich und dann südwestlich, ne? Genau. Okay. Mhm. Richtig. Und da kann man zum Beispiel auch mal ganz gut Himmelsrichtung üben, wenn man einmal rumfährt, Himmelsrichtung mitnimmt, durch den Tunnel fährt und was weiß ich alles. Ist halt auf jeden Fall immer ein guter Anhaltspunkt, wenn man sagt, wir fahren Richtung Rockford Plaza bei einer 1060. Mhm. Das ist halt so ein Riesending, da hat man erstmal einen guten Anhaltspunkt. Okay, ja. Und das ist halt somit das markanteste Gebäude. Ich sag's mal so, wenn sie irgendwann mal aus dem Helikopter eine 1060er funken müssen, kann alles passieren, dann ist Rockford Plaza ihr bester Freund. Okay, sehr gut. Ich kann keinen Helikopter fliegen, ich kann die Steuerung nicht, das darf niemals passieren. Ich stürze ab, ey, ich kann das nicht. Wirklich, also ich kann die Steuerung einfach nicht. Das darf nicht passieren. Ja,
Das lernst. Ich hab's mal versucht, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich muss da, wenn dann, erstmal privat nochmal spielen. Auf so einem Free-Server oder so, dann kann ich das mal probieren nochmal, aber. Nee, danke. Solange ich kein Dingens angekündigt bekomme, werde ich mich darum nicht kümmern. 211, grüß dich von der Streife 405. Hey. Wir fahren jetzt auch gerade am Horizont auf so ein großes, dickes, rundes Gebäude zu. Wissen Sie, was das für ein Gebäude ist? Ist das die Maze Bank Arena? Das ist die Maze Bank Arena, genau. Okay. Kann man sich auch mal gut merken, wenn man hier ist, zum Beispiel das andere große Gebäude, ist man im Süden. Ne, ist quasi auch die Überfahrt zum Flughafen. Ne, fährt man immer dran vorbei, wenn man dahin oder da wegkommt. Mhm. Genau, und da ist halt dieser markante große Parkplatz, der zwei Ausgänge hat, wo auch viele Leute bei einer 1060 drauf fahren, wenn sie in die Richtung fahren. Fahren sie irgendwie immer auf diesem Parkplatz drauf. Also die TVs oder? Genau. Ah ja, okay. 36 meldet sich ab. Ich hab die Funksprüche jetzt, so, jetzt extra so das dünn. Dann gehen die ganzen Leute nochmal kurz Pause machen vom Rollcall und dann wird's richtig voll. Ich würde wahrscheinlich nach dem oder vor dem Rollcall. Ich glaube, den Rollcall würde ich schon noch gerne mitnehmen. Der ist eben MRPD, ne? Nee. Heute ist er im Davis. Ah, ach so. War der immer Davis oder Sheriff? Genau, Sandy Shores. Okay, ja. Okay, verstehe. Ja, schon in 40 Minuten. Ja. Gerade Tag am Davis PD und ungerade im Sandy SO. Aha, okay, verstehe. Genau. So, hier, wo wollen Sie hin? Fahren Sie mal hier ins Parkhaus 1 rein. Das hier links, genau. Da können wir aber durchfahren, dann auch noch sich was anderes. Ich weiß halt nicht, wie lange die Rollcalls dauern, ne? Aber was ist denn der Eingang davon? Ja, da sind sie gerade dran vorbeigefahren, quasi. Perfekt. Also auf der anderen Seite. Aber hier links ist auch nochmal ein kleiner. Da können sie, das ist ein Kreisverkehr, also hier rechts rumfahren. Ich war kurz am Überlegen, weil das alles gut mit den, wo wir gerade herkommen, ein bisschen verwirrend ist, weil wir da Gegenverkehr haben. Genau, dann können sie jetzt einmal rumfahren quasi, weil hier sind auch ganz viele kleine Parkplätze, also die Außendinger. So, und dann können sie jetzt nochmal einen Kreis fahren und dann quasi wieder auf die Außenspur. Also quasi so. Nochmal rum, genau. So, 64, Funkcheck. So, und dann hier wieder auf die Außenspur fahren und dann auch nochmal in der Außenspur eine Runde drehen. Dann zeige ich Ihnen das. Ich fand Flughäfen schon immer alle verwirrend. Ja, das stimmt. Ah, ja, Flughäfen sind, weiß ich nicht. So, und hier links kommt gleich ein großes Tor. Stimmt. Ich war nicht, er ist tatsächlich nicht der Erste, der den Eingang hier sucht. Den habe ich auch schon mal gesucht. Na dann. Abfahrt. Da sieht man auch ganz häufig Beschädigungen an Fahrzeugen. Nein, mal rumfahren, glaube ich, oder? Genau. Ja. Aber es ist halt auch ein sehr dunkles Parkhaus, muss man halt dazu sagen. Mhm. Genau, meistens sind die eh nur auf der ersten Etage hier. Dann können wir auch hier wieder rausfahren oder halt nochmal hochfahren. Das würde ich auch gerne machen. Gründlich sein, ruhig. Jetzt hat man hier zum Beispiel noch keine Kofferräume aufgesehen. Aber dadurch, dass die Leute hier verreisen, stehen die Fahrzeuge halt relativ lange da. Und sind daher sehr attraktiv, um mal irgendwie aufgeknackt zu werden oder sowas. Ne? Ja, vor allem bis die das mal merken dann. Genau. Vor allem, mir wird gerade schwindelig, ne? Mal gespannt, was bei mir Freitag jetzt soweit ist. 1,8 oder nicht? Aber müsste sein. Ja, bestimmt. Fertig habe ich alles. Schauen wir mal.
Aber ein zweites Parkhaus wollten sie nicht? 2-7 Punktcheck. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, dann fahren wir nochmal nach runter. Ja. Es kommt dieser Automatismus, wir fahren hier rum. In den meisten Fällen. Ja, Moment, ich habe kurz Info-Hotline. Ja. Die LSPD-Info-Hotline, wie kann ich Ihnen helfen? Was ist denn Ihr Anliegen? Lol, was? Wird übrigens Sie so müssen jemanden vermisst melden. Wie eine normale Vermisstenmeldung oder wurde jemand entführt? Brüche sagt, habt ihr in meiner Ausbildung auch alle gehört. Was? Als ob. Als ob einfach, Panda. Okay. Sie sind beim Sandy Shores Office, ja? Ja, wann reißen du ein? Genau, genau. Das ist korrekt. Ich werde es einmal durchgeben, dann wird gleich gehört, du machst sie jetzt mit und so, ne? Ja, vielen Dank. Bis gleich. Leitstelle für die Info beim Kommen. Leitstelle. Ja, der Sohn wartet am Sandy Shores Office und möchte eine Vermisstenmeldung aufgeben. Kommen. Leitstelle zum Mitkommen. Ein Ende. Ein Parkhäuser so verwirren, ne? Genau. Jetzt können wir alle auch wieder reden. Alles gut. Ja, ist immer das Ding mit Hotlines und so, ne? Mhm. So, Herr Barnes, was hatten Sie nochmal gesagt? Also das ist, mir gerade nicht reingefahren, das ist so ein Automatismus. Mhm. So ganz oft bin ich hier auch nicht und meistens dann fährt man nur einmal rein, beim anderen Mal fährt man wieder vorbei und dann fährt man so aus Reflex immer vorbei. 530 hört. Mal das Sandy-SO anfahren und sich um ein Bürgeranliegen kommen. Check. Das ist nett. So, hier rechts auf der Seite finden Sie gleich auch unseren großen Verwahrhof. Waren Sie da schon mal, Herr Montero? Negativ. Genau. Wichtig ist... Die 211 meldet sich ab. Wichtig ist, hier bei dem Verwahrhof immer noch zu zweit anfahren, wenn wir hierhin beordert werden. Mhm. Sicherheitsmaßnahme, ne? Es gibt halt viele Winkel, wo man sich verstecken kann. Letzte Zeit wurden da Officer in Hinterhalt gelockt quasi, deswegen fahren wir hier immer noch zu zweit an. Und dann auch davor stehen bleiben oder den Streifenfahrer aufmerksam machen, wenn er schon drauf fahren will alleine. Es gibt natürlich Ausnahmesituationen, wo man sagt, hey, wir haben gerade nur eine, die keine Kapazitäten dafür, wir machen das mal irgendwie vorsichtig, aber das dann auch immer mit der Leitstelle absprechen. Okay. Steht aber auch alles in den Dienstanweisungen drin, glaube ich. Ja, steht drin. Brett. Also zu zweit ist, also in einem Auto. Zwei Streifen. Zwei Streifen schon, okay. Genau, zwei Streifen. Habe ich das schon. Meine ich mit zu zweit, genau. Mhm. Ja, vor allem, wenn Fahrzeuge abends ausgelöst werden, ne? Wenn es jetzt um 14 Uhr ist oder sowas, ja, dann ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja, aber vor allem in der Primetime. Ja, ich habe genau. Schon mitbekommen, dass Leute gerne auch um 1 Uhr nachts ihr Auto auf einmal abholen wollen. Mhm. Ja, genau. Und dann, ganz ehrlich, kann man auch sagen, ist heute nicht so. Also, wir haben gerade keine Kapazitäten. Morgen machen wir es. Okay, ja. Genau, hier Macebank Arena, Parkplatz. Hier fahren oben auf diesem Parkplatz ganz, ganz viele Leute drauf. Ich weiß noch nicht, warum. Hm. Ich hab's auch noch nicht. Also. Ach, Sie haben das auch schon mitbekommen, ne? Ja, ich hab's auch noch nicht begriffen. Warum, wieso, weshalb. Aber jeder wie er möchte. Genau. Der wirkt halt wirklich schon so, der schafft die Prüfung bestimmt locker, ey, oder? Der wirkt irgendwie schon voll professionell. Bei sowas hätte ich jetzt Probleme, wenn ich jetzt hier stand, oder so? So, was ist das hier links hier für eine Tankstelle?
Southside-Tankstelle? Green Planet. Ach, weil Green Planet. Green Planet ist, genau. Okay, wieder was für die Liste. Genau. Hier rechts ist Benny's. Und hier auch eine Tankstelle? Nö. Nee. Nicht in der Nähe. Da würden sie sich drüber freuen, wenn die eine Tankstelle hätten. Ja, ich glaube auch. Genau, der Mace Bank Tower. Mit dieser riesigen Werbetafel, das ist quasi der Mace Bank Tower. Ja, hier rechts das Gebäude, das große. Achso. Ja, Mace Bank drauf. Hier links ist das Arcadius, der Arcadius Tower. Da ist auch Arcadius drauf. Und die Brücke, wo wir gerade runterfahren, das ist die Arcadius Brücke. Also die Brücke bei Arcadius. Arcadius Brücke wird sie auch genannt. Das ist auch die einzige Brücke, wo man runter und hochfahren kann. Also quasi diese Gabelung hat, erkennen Sie ja. Mhm. Deswegen Arcadius Brücke auch immer ein sehr prägnantes Merkmal in der Stadt. Ich kann ihn noch nicht. Ja, hier rechts Suburban Alter und mein Telefon geht wieder. Die Info-Hotline des LAPDs, wie kann ich Ihnen helfen? LAPDs? Pink Cage hier links, Apartments. Wieder auch dran, fett, Pink Cage. Mhm. Kann ich auch noch nicht. Ja. Ich persönlich kann das gerade leider nicht, dafür habe ich gerade nicht die Mittel hier. in welchem Bezirk wohnen Sie denn? Was ist bei denn Ihr das nächste PD? Das ist Del Perro, genau. Dann fahren Sie einfach zu Del Perro. Wenn Sie wollen, können Sie es auch gleich machen, dann werde ich das mal durchgeben, dann ist auf jeden Fall jemand da. Das ist die Weinwood-Tankstelle, kenne ich. Und dann können Sie da alles mit dem Officer vor Ort abklären, beziehungsweise einmal in Auftrag geben. Und der wird das dann entweder mitnehmen oder Ihnen die Fragen schon beantworten können. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Luna Market. Ja. Ich meine, so die Ortschaften. Ja, erstmal, dass jemand eine Info von der Info online möchte. Ha! Okay. Ja, das waren dann so weit wie Infos wie: Ja, mein Kofferraum wurde aufgeknappt, muss ich das melden? Und sowas. Oh, ja, okay. Sollte man melden, ja. Hat das überhaupt Sinn, wenn ich das bei Ihnen melde? Ja. Solche Sachen. Und das war das erste Mal, dass jemand wirklich nach einer Info gefragt hat. Wenn ich bei der Polizei melden, wo dann? Ne? Also. Ja. Beim FD. Mhm. Ja, wirklich. So, Mario, wie ist denn unsere 1020? C20 südlich des wie heißt denn das Theater da oben oder C20 nördlich des Ententeichs würde ich jetzt sagen. Genau. Aber da das Theater überlege ich gerade trotzdem. Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, ob das hier schon der Ententeich ist. Soweit ich weiß, ist das der Ententeich. Okay, perfekt. Soll gut so aussehen, oder? Ich bin hier eine sehr selten mittlerer Art. Ja, das ist ein Teich, der aussieht wie eine Ente, genau. Ja, okay. Stimmt. Ja, ist mir auch gerade zum ersten Mal aufgefallen. Um Gottes Willen, das stimmt. Ich habe das auch vor einer Woche zum ersten Mal gehört, Ententeich, tatsächlich. Deswegen kann ich sie nicht verübeln, hätten sie es auch nicht gewusst. Genau, und hier wäre dann jetzt das Observatorium über uns. Mhm. Das würde ich hier auch tatsächlich dann schon südlich Observatorium funken. Genau. Ist doch irgendwie, ne? Wissen Sie, wie das dieses große Bühnentheater da heißen würde? Ah, einfach Theater sagen. Ja? Theater Weinwood, ja. Ich glaube, das... Nicht, dass das dann verwechselt wird mit dieser Weinwood Bowl dann wieder? Ist irgendwie... Das kann natürlich sein. Ja, oder hier Weinwood Theater neben dem Observatorium oder östlich vom Observatorium. Okay. Ja. Ansonsten halt so versuchen, das präziser zu machen, wenn man nicht genau sicher ist. Okay, verstehe. Das ist aber gar nicht so einfach.
klar. Kommt aber mit der Zeit. Hätte jetzt bei dem Theater rechts zum Beispiel Theater nördlich Weinwurt-Tankstelle gefunkt. Oder so. Spätestens dann weiß sowieso jeder, wo das welches Theater gemeint ist. Es gibt ja nur eins über der Weinwurt-Tankstelle. Mhm. Ja, stimmt. Und das andere würde ich wahrscheinlich sogar auch mit Observatorium fangen. Okay. Gut, genau. Hat bestimmt wieder jeder anders und irgendwer wird mich dann sagen, nee, das ist das und das Theater. Das hat bestimmt einen Namen, ey. Das hat ja doch ein Dingens. Ich weiß es nur nicht mehr, wie es hieß. Was hat denn einen Namen, den ich schwören kann? Wir hatten doch immer eine Probe, ey. Wie hieß denn das? Ich muss mich schnell bei Ethan einloggen in den Mails, vielleicht steht's da. Aussprechen kannst du es, aber schreiben nicht? Ich habe irgendwas mit auch PH oder Ding, so. Muss ich ja sagen. Ja, ne? Wie würden Sie die auf 1020 funken, Herr Barnes? 1020 nördlich vom Golfplatz, Winewood Richtung Süden fahrend. Also anders könnte ich es gerade nicht besser funken. Ja, Südosten wäre noch die genaue Fahrrichtung, aber ja, genau. Einfach zur Demonstration. Gut gemacht, weil wir müssen halt nicht mal das nächste Objekt nehmen, ne? Wenn wir wissen, wo es ist, dann einfach das, was man halt als nächstes kennt. Mhm. Ja, und im Notfall sind das zwei Straßen, aber ich sag mal so, sollten wir eine aktive 1060 haben, dann werden die Leute an den Sirenen dann auch in dieser Nähe das erkennen, wenn sie am Golfplatz sind. True. Das ist natürlich präzise zu funken, aber manchmal geht es einfach nicht, ne? Genauso wie jede einzelne Straße dort, das ist unmöglich. Ja, das haben wir tatsächlich letzte Woche gemacht. Da sind wir einem 1060 hinterhergefahren. Das war in Vespucci bei der Staatsanwaltschaft. Und da ist das verfolgende Fahrzeug immer durch die Gassen gefahren und die Einheit konnte das nicht gut fangen, weil es geht nicht. Und wir haben uns tatsächlich wirklich an den Sirenen orientiert. Wir sind nur den Sirenen hinterhergefahren. Das hat echt erstaunlich gut funktioniert. Ja, klar, irgendwann funktioniert das, ne, wenn man da genug dran ist. Ach Gott, ich bin auch schon wieder am Nuscheln hier. So. Ich kann das verstehen, ich kenne das. So. Meine Mama meint auch immer, ich nuschel. Meine Schwester meinte das angeblich auch. Bin voll enttäuscht, ey. Nuschel ich wirklich so? Gefühlt, wenn ich streame, wahrscheinlich nicht. Und so ein bisschen habe ich das auch automatisch wegen dieser Zahndingens, ey. Bin froh, wenn das in vielleicht bald mal im halben Jahr komplett vorbei ist, ey. Das ist halt echt nervig. So, wollen wir mal einen Tankstopp bei der Pacific Bluffs Tankstelle einlegen? Können wir machen. Hier ist auch eine Tankstelle, aber ich weiß nicht, wie die müssen wir, oder? Mhm. Pacific Bluff war hier unten am Highway, ne? Genau. Ja, das gibt's ja bald. Ja, deswegen. Na, einige habe ich jetzt schon gelesen. Ja, Thrift Shop auch nicht mehr. Ah, Thrift Shop sehr, sehr schade. Ja. Dann gibt's ja auch viele Leute, die sich keine Kleidung so wirklich leisten können, neuer, ne? Und Fodonis hat jetzt auch nicht so häufig auf. Oder Bodinger. Sind ja auch eher für größere Marken. Und ich sag mal so, das ist eine verkackte Hose, kostet beim Binkhof $100. Jupp. Dieselbe kostet dann im Thriftshop, glaube ich, 80 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, eben. Ja, oder sogar noch weniger. Aber die machen auch zu, oder wie? Ja, die machen auch zu. Das habe ich auch noch nicht. Also, ich bekomme viel und viel mit, aber vom Thriftshop wusste ich gar nicht. Ja, doch, die haben heute auch was gepostet. Oh je, Mine. Das ist echt spannend, ey. Also, ich bin gespannt, was da noch kommt. Klar, Tank fast schon leer hier, ne? Also. Ja, dann funken sie uns mal 1020 hier. 403 1020 Pacific Bluffs Tankstelle. Sehr gut, und aussteigen. Ach ja. Check. Beim Absichern hier an so Tankstellen gibt es da irgendwie auch gewisse. Ja, alle Perimeter abdecken, wäre gut. Also jeder in eine Richtung gucken, am besten. Okay. Aber im Endeffekt, wenn man schon mal draußen steht, ist es schon mal ein sehr guter. Jawohl, können weiter. Ja, dann. Okay, perfekt. Lass ihn mal durch. Okay. Dankeschön. .403 aktiv. Check. 1-3 meldet sich.
Hier war rechts letztens ein Fahrzeugbrand. Bei den Jetty Apartments, genau, da oben auf der obersten Parketage. Warum haben sie das angezündet? Ich? Nee. Also was heißt Brand? Das hat stark gequalmt, das war schon schwarzer Rauch. Achso, okay. Und der FD ist dann angerückt mit zwei Löschwagen und hat sich drum gekümmert. Also zum Glück glimpflich ausgegangen, aber warum auch immer das so war. Ach, letztens hat ja auch so eine Mülltonne gebrannt am Vespucci PD. Passiert immer wieder. Wir hatten das auch mal in der Tiefgarage, das war scheiße, weil dann mussten wir alle noch medizinisch untersucht werden. Ach du Schande. 402 aktiv. Das verstehe ich aber. Ja, weil der FT hat uns das auch so ausgedrückt, ja, kann sein, dass ihr jetzt nicht spürt und morgen seid ihr tot. Also sehr dramatisch. Oh Gott. Oh. Auch sehr zuversichtlich ausgedrückt auf jeden Fall, ja. Info 64, besetzt die U01, U01 mit einer Führungsfahrt vom MAPD zur City Hall. Check. Es passt, Mignon. Oder so. Ich bin auch einfach noch parken. Seinem Stratum. Ja. Stratum ist unhandlich zu fahren. Also damit könnte ich wahrscheinlich auch nicht parken. So, den können Sie mal hinterherfahren. Mal gucken, ob der die Stoppschilder mitnimmt. Oh ja. Ganz berühmt. Hier werden immer Stoppschilder. Es sind drei Stoppschilder hier und eins Wahnsinn, aber. Na? Ja, noch ist alles gut. Er bleibt halt schon langsamer. Leitstelle für die 551 kommen. Dann würde das andere auch. Aber manche sind aber im dritten fahrlässig. 551 möchte eine Streife bilden vom Polito-Belt aus. Er hat uns im Nacken, er wird jetzt die ganze Zeit in den Rückspiegel gucken. Ja. Das ist gefährlich, wenn er dann nicht auf Stoppschild kommt. Tatsächlich sehr gefährlich, ja. Ah, das sieht gut aus. Der Arme. Ja gut. Dann wollen wir nämlich nicht weiter auf den Geist gehen. Aufpassen. Wahrscheinlich bin ich gerade. Aber weiter fahren. Ich glaube auch. Naja. Das sah nach Game Crash aus. So, ansonsten können sie uns gerne auch schon mal zum Lebens-PD langsam in die Richtung fahren. Dann würde ich nochmal auf Klo gehen. Ja, da schließen wir an. Eine Pipi-Pause, nicht? Genau, für euch aber noch wichtig, sollte im Roll-Call irgendwas noch reinkommen, Einsatz, ne? Von wegen, die Leitstelle sagt dann, Fallstreifen fahren da und da, dann rennen wir, also rennen wir auf jeden Fall alle raus zu unserem Streifenwagen und würden anfahren. Ausnahme, okay. Es rennen so viele Leute raus, dass wir es nicht mehr brauchen, also dass wir die Letzten wären quasi, ich werden. Aber ich hasse es, wenn es kommt, weil manchmal rührt sich einfach keine Sau. Kann ich nicht haben. Es wäre schlecht, wenn wir das müssten. Ja, komm jetzt gerne. Sagt, weil ich um 20 Uhr aufhören wollte. Dass ihr das alle schon mal gehört habt und nicht wundert, warum ich rausrenne. Wir haben noch mal kurz bei die 530 die Leitstelle kommen. Strawberry einen kleinen Tankshop machen, einfach damit das Auto noch mal voll da steht. Ja. War keine Pflicht, weil wir das Auto weiter benutzen würden, aber ich sag mal so, sollte sich dann mal irgendeine Streife den Wagen schnappen, weil sie halt irgendeinen Wagen braucht für eine schnelle Anfahrt oder sowas, dann ist besser, wenn er komplett voll ist, als wenn da ein bisschen was fehlt, auch wenn es so ein bisschen ist. Außerdem, Gewohnheit ist immer gut, das heißt immer, ich tanke immer die Sachen, bevor ich die abstelle, auch wenn ich
zur Zeugenaussage fahre oder so. Die 530 für die Leitstelle kommen. Das ist wohl wahr. Lieber einen Automatismus reinhaben. Genau. Einmal zu viel tagen als einmal zu wenig. Ja, 530 hört. Sobald Sie mit Ihrem Bürgeranliegen fertig sind, einmal das Palito BSO anfahren und einen Kollegen einsammeln. Komm. Also das hier ist dann die Strawberry-Tankstelle? Genau. Okay. Kann man sich gut merken, weil die erste Gang, die da unten noch kommt, ist hier sind die Strawberry-Gangster-Families. Mhm. 403 1020 Strawberry-Tankstelle. Noch einmal kurz reinhalten. Ja. .403 aktiv. Check. Leitstelle ist die 27 kommen. Leitstelle hört. 27 zur Einteilung bereit kommen. Leitstelle so mitkommen. Hier noch ein Plätzchen, das sieht gut aus. Das schaffen wir. Das passt, das passt. Wenn das nicht passt, dann muss ich nochmal zur Fahrschule. Ja. So. 403 1020 Davis PD. Super. Also nach dem Rollcall sind wir dann auch wieder zusammen, wenn jetzt kein Zwischenfall kommt. Genau, richtig. Außer der Stelle sagt, alle Streifen sind aufgelöst, ne? Aber okay. Wir sind ja mit dem Wagen vorbereitet. Aber normalerweise ja, sind wir. Genau, weil ich müsste dann nach dem Rollcall müsste ich dann zum Mission Roller PD. Ja, klar, machen wir. Dann kurz außer Dienst. So, dann schließe ich mich im Mann, ich gehe auch nochmal auf Toilette. Pause. Alles klar. Wäre eigentlich gut to know, wo das. 402 für die Leitstelle kommen. 402, hört sich auch. Schließe mich auch mal an, da ich hier noch keine Ahnung habe, wo alles ist. Und Sachen schlossen? Den Wagen? Nee, die Tür. Check 402 somit, fährt MAPD ankommen. Leitstelle Ende. Ich habe gestern auch passiert, ich habe meine ID-Card so schnell vorgehalten, das passiert mal. Ja, ist Orientierung auch erstmal noch, genau, perfekt. Das sind interesting Toilets. Gut, dann ich gehe auch mal ganz kurz 10, was waren das? 30? Ja, 10, 30. Gut, dann machen wir gleich den Rollcall noch, nehmen wir den noch mit und dann dümpeln wir, ich frage mal die anderen, ob die zufällig noch Bock hätten auf irgendwie sowas wie die Monologist oder so. Das mache ich vielleicht noch. Weil dann können wir das vielleicht noch spielen, dann machen wir wahrscheinlich eine Pause, weil wir wahrscheinlich noch irgendwas anderes dann vielleicht dudeln, sag ich mal. Und dann nach der Pause würde ich vielleicht auch nochmal was essen und so. Und dann würde ich wahrscheinlich nochmal ins RP starten mit etwas abendlichen Action-Dingern. Müssen wir dann mal gucken. Aber ich frage mal, ob die anderen Bock auf hier Dämonenjagd oder Geisterjagd noch ein bisschen hätten. Dann entscheiden wir das mal spontan. So, okay. Dann bis gleich. MAPD. Check.
zu. Okay. Haben wir was zu trinken geholt. Ich hoffe wirklich, es kommt kein Zwischenfall, ne? Bitte wartet noch, liebe Crimler. Ich will nicht. 3:25 Funkcheck. Check. Okay. Wieso sehen die alle gefühlt gleich aus da drin gerade? Oh mein Gott. Jetzt ist nur die Frage, weil ich würde tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wo, ich würde ganz gerne bei denen dann bleiben, weil wenn der dann sagt, er will rausrennen oder sowas. 501 mit einer Überführungsfahrt, Davis PD, Palito SO. Da fliegen irgendwelche Fetzen rein, seht ihr das? Lol. So, ach, Gottes Willen. Guck mal, wir können auch zu denen gehen, weil da kann man auffunken bestimmt. Und es ist bestimmt einfach. Aber man verdient weniger. Ich kenne mich hier halt noch null aus, ne? Mehr Läden, ne? Sind geschlossen und niemand weiß warum, ne? Ganz tolle Läden, würde ich sagen, ne? Lass den Leuten doch mal einen lieben Gruß auf einem Post, die da verschenkt und wenig Liebe. Das ist eine coole Idee, actually. Ja, ich bin gespannt, was dahinter steckt, auf jeden Fall. Also ganz weiß man das ja, glaube ich, noch nicht. So. So. Die sind seit letzten Freitag im PD? Ja, müsste hinkommen. Okay. Also gut eine Woche, glaube ich, inzwischen. Mhm. Okay. Zeitgefühl ist etwas verwirrt aktuell, aber ja. 4:02 aktiv. Ja, aber wir sind jetzt auch, es ist jetzt die vierte Woche, kommt mir auch nicht vor wie vier Wochen. Ja. Ne? Aber gut angekommen bis jetzt zumindest. Ja, doch, also auch schon ein bisschen was erlebt, ne, kann man so sagen. Also, wie war Ihr erster Abend nach der Ausbildung? Der allererste Abend war direkt quasi nach den ganzen vier Modulen quasi, die man da, ne, für die Einführung, die ich am ersten Tag hatte, und war tatsächlich sehr angenehm zum für einen ersten Streifenabend. Es ist nicht überwiegend krass, was passiert, war schon ein bisschen was. Ach, fällt aus. Ende. Ja, seien Sie froh, ich hatte nach meiner Ausbildung direkt einen 1099. 1099, okay, nee, das nicht. Also 1060 hatte ich auch schon, ich musste fahren. Das war auch aber entspannt eigentlich. Konzentration braucht man, aber das ist eigentlich gut. Ja, wir waren leider nicht so viel im Dienst. Das war ein bisschen schwierig dann, aber. Mein Streifenpartner hatte die Leitstelle, das war, ja. Oh. Alles ein bisschen dann viel halt auf einmal so, ne? Wenn man es noch nicht kennt, sag ich mal. Mhm. Aber es hatte einigermaßen gut funktioniert, sag ich mal. Ja, sehr gut. Erfahren ist immer noch, finde ich, darf man nicht unterschätzen, aber immer noch am einfachsten. Funken ist da schon ein bisschen anspruchsvoller. Mhm, definitiv auch. Also ich finde beides ist, hat so eine gewisse Herausforderung, sag ich mal. Aber ja, wenn man die ganzen, sag ich mal, die ganzen 10, 20 Orte kennt und sowas, dann wird es ein bisschen besser und eine gute Orientierung auch hat. Ja. Aber das kommt ja mit der Zeit. Ich wollte gerade sagen, also ich hatte jetzt auch, ich habe immer noch nicht alles komplett verinnerlicht, also es gibt bestimmt noch Ecken, wo ich noch was Neues lerne. Mhm. Und ich habe auch einmal ein paar Mal gebraucht bei den ein oder anderen Standorten, die La Puerta Tankstelle zum Beispiel, sind wir auch dran vorbeigefahren. Wo ist die denn? Das ist, Sie wissen, wo die Fahrschule ist, ne? Ja. Wenn Sie dann quasi rechts fahren und direkt sich links halten, fahren Sie ja so einen kleinen Kringel und dann kommt ja direkt rechts eine Tankstelle. Das ist die La Puerta Tankstelle. Quasi am Highway. Das wird, glaube ich, vom Highway ab, weil das ist nämlich der La Puerta Highway. Ah, okay. Oder Freeway, besser gesagt. Und so musste ich auch zwei, dreimal vorbeifahren und zwei, dreimal fragen, ey, was ist nochmal für eine Tankstelle? Mhm. Aber jetzt ist bei mir auch im Kopf. Okay, ja. Also zögern Sie nicht. Also fragen Sie auf jeden Fall immer nach. Ich mache das genauso. Wie gesagt, ich muss noch einiges lernen. Wenn ich Freitag meine Prüfung habe, es wird auch, bin ich O1, es wird liebevoll Rekrut Plus genannt.
Ne? Recruit Plus, okay. Ja. Man ist halt quasi dann schon direkt in Anführungszeichen auf sich allein gestellt. Mhm. Man kriegt natürlich immer Hilfe, ne? Aber es kann halt gut sein. Das hatte ich zum Beispiel nach meiner Rekrutenausbildung. Da bin ich mit dem O1 gefahren, der kam frisch aus seiner Prüfung, der war auch noch Rekrut ein paar Stunden vorher, musste mich mitnehmen. Ne? Und dann sind wir zur Zweitstreife gefahren. Mhm. Und ja. Denk, das muss gucken. Sich wahrscheinlich dann auch erstmal dran gewöhnen, ja. Ja. Aber ich meine, an sich hat man das Wissen ja, ne? Ja, da greift halt wieder für mich persönlich das Sprichwort Teamwork, ne? Ja. Also wenn dann da beide halt einfach gucken, dann ist das, sollte es eigentlich vollkommen in Ordnung sein. Denke ich auch. Ich muss ja sagen, also die Kollegen sind wirklich alle sehr nett. Da konnte ich noch nirgendwo irgendwo anecken. Auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen. Ich habe es jetzt auch überall Hilfe bekommen. Ich bin zum Beispiel jemand, der mal öfters fragt. Mhm. Wenn die durchschnittlichen Menschen 5-mal fragen, bin ich derjenige, der 10-mal fragt. Aber nach 10-mal ist es dann in meinem Kopf und bleibt auch in meinem Kopf. Ja, das fühle ich ein bisschen. Ja. Aber auch da habe ich nie jemanden gehabt, der irgendwie sagt, so, Herr Barnes, nur so langsam, aber na, also jeder war voll, immer. Ja, ja, kein Problem, hier, das, wir sind hier und hier. Der Rest kommt eh mit dem Streifendienst. Je länger und je öfter man in dem Job ist, glaube ich, desto mehr festigt sich das. 402 aktiv. Ich hatte am Anfang richtig starke Probleme, in 1026 zu funken, weil ich einfach die Reihenfolge im Kopf nicht hatte, ne? 1026, nördlich von Dynasty beispielsweise, ich war der SUV, zwei Insassen, unbekannt oder so. So. Am Anfang habe ich wieder gefühlt einen zusammen. Ja, genau. Glauben Sie mir, es waren so 3-4 Mal, dann machen Sie es wieder eins. Wie blöd. Perfekt. Ja, ich hatte tatsächlich heute dieses Modul, also mit Verkehrs- und Personenkontrolle. 5 mal 20. Verkehrskontrolle war das Modul, ne? Genau, genau. Ja. Und ja, also wir haben es auch ein bisschen geübt so. Normalerweise ist wohl auch gerne mal, dass mehr Leute noch dabei sind und es noch mal intensiver geübt wird, aber der Herr Dutz hatte das bei mir gemacht. Der meinte auch, die besten Erfahrungen sammelt man sowieso auf der Straße. Freuen Sie sich auf Sportmodul, das fand ich sehr, sehr cool. Sportmodul ist anschließend mit Warp Dive and Survive. Oh, das klingt cool, ja. Ja, ich fand's beides sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ein sehr, sehr cooles Modul. Mhm. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Da habe ich mir auch gedacht, so, ja, das könnte cool werden. Da freue ich mich drauf. Mhm. Allgemein, so ein paar hätte ich dann auch gerne. Damit ich dann zumindest bei manchen Sachen wie Aktenführung oder so dann weniger Fragen habe wie jetzt. Mal schauen. Oder kriegen wir ja eh nochmal, also, Leitstelle so mit. Wie hieß noch mal? Akten, irgendwas mit Akten, da hatten sie noch nicht wahrscheinlich, ne? Nee. Ja, der Rockwell fällt übrigens aus. Okay. Ja, ja dann. Waren wir Sie zurück? Genau, dann können wir mich beim Mission Road Department absetzen und dann will ich außer Dienst gehen erstmal. Aber wie gesagt, ich bin wahrscheinlich später auch noch mal im Dienst. Ja, super. Dann setzen Sie sich auf einen Links hin. 265 vom Check. Perfekt. Dann auf dem Weg. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, war, dass Sie dann mit O1 sowieso noch mal eine Aktenschulung bekommen. Also es wird nicht dabei bleiben. Okay, perfekt. Die 402 für die Leitstelle. 402, hört sich kommen. Einmal, dass der Terror-PD anfahren und sich um ein Bürgeranliegen kümmern kommen. Check. 402 so mitkommen. Leitstelle. Jetzt, wo ich dich aber lauter gemacht habe, verstehst du teilweise auch echt besser. Na, eben besser hingekriegt. So. Muss ich, wenn ich mich wohl lösen muss? Warum der Roll Call ausfällt? Nö, es hieß nur, Roll Call fällt heute aus. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Ja. Ah ja. Es wurde nicht gefunkt. Immerhin hatten wir eine Toilettenpause. Das wollte ich sagen. Das war auf jeden Fall schon mal Grund genug. Wichtig. Ich finde das jetzt gut, sehr, ja. Es darf nur nichts mehr passieren. Ich bin nur noch herzlich gekommen. Nach dem MRPD einmal Dynasty anfahren für eine Identitätsbestätigung kommen. Ja, ja check. Tja, kriegen wir leider nicht mehr mit. Leitstelle Ende. Wie war das jetzt? Ich muss dann einmal nur. Muss ich die Leitstelle dann erst anfangen, dass sie kommen muss? Oder kann ich gleich sagen, 230 löst sich aus der. Kann ich einfach sagen, 230 löst sich aus der 403. Okay, perfekt.
Weil wir nicht mit der Leitstelle so kommunizieren müssen, sondern die wird halt nur informiert. Ne? Und dann checkt es, ansonsten komme ich das gleich nochmal. Okay, perfekt. Check. Ja, dann eine angenehme Dienstpause. Genau. Ja, vielen Dank. Müssen wir noch 10:20 funken oder irgendwie? Wir halten ja noch kurz hier, also okay, können dann, sie dann machen eben. Aber ja, machen sie es mal kurz. Okay. 501, 10:20 Palito Basso und löst sich auf. Okay. 403, 10:20 Mission Row PD. Jetzt können sie einfach 230 löst sich aus der 403. 230 löst sich aus der 403. Was? Okay, cool. Check. Dann wünsche ich noch angenehm weiteren Dienst. Danke. Gleichfalls. Schöne Dienstpause. Stay safe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gut. 403, 1040, Dynasty. Check. 1040 unterwegs zum Dispatch. Ah ja, okay. Makes sense. Gut, cool. Ja, siehst du, wir haben es sogar geschafft, ohne Zwischenfälle. Das ist ja Wahnsinn. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, irgendwas kommt bestimmt so, wie es eigentlich sein müsste, ja? Abend. Abend. So, okay, jetzt müssen wir wieder hier alles bedenken. Bla bla bla. Benutzerprofil, bla bla bla. Aus, oh. 402, 1020, Sierra PD. Bin ich noch in der Dinge? Wo bin ich denn? Bin ich schon weg? Ich glaube, ich bin schon raus. 403, 1020, Dynasty 8. Ja. Check. Hey. Check. 2:30 meldet sich ab. Muss man eigentlich funken? Piep. Wow, ich bin echt erstaunt. Muss ich die hier jetzt auch wieder immer reinlegen? Was ist das genau? Ausweis Shamrock? Aber Ausweis Shamrock brauche ich doch dann in der Freizeit, oder? Ich könnte auch Kokum eine E-Mail oder einem SMS schreiben diesbezüglich. Eine gute Frage, actually. So. Haben wir alles abgelegt, sieht soweit gut aus. Ja, gut. Dann können wir erstmal außer Dienst, dann haben wir uns einen entspannten Nachmittag gegönnt und später können wir ja dann, wie gesagt, später mache ich dann irgendwann, wenn ich wieder ready bin. Habe ich eigentlich, ja. Machen wir dann noch eine Abendschicht, sage ich mal, ne? Kann man da auch rausgehen? Ja. Gut, dass ich morgen nur Homeoffice habe. Könnte länger werden, ja. Schauen wir mal. Beim Morgen, ich habe mich jetzt eingetragen für morgen 18 Uhr. Warte mal. Schulung PD. Morgen 18. Stunde vorher. Ich muss mir das teure OOC auch nochmal aufschreiben, aber ja. Hab
Hat irgendwas gehört? Hey, das ist meins. Lass mich in Ruhe spielen. So. Jetzt werden wir noch vom Auto überfahren. Wäre ja nämlich sonst zu schön. Ach, sieht's gut aus. Ich dachte entführt. Ja, das könnte auch noch vorkommen. Ja, zum Entführt werden sind wir noch zu uninteressant. Ich hoffe, ich werde irgendwann mal entführt. Das klingt irgendwie... Also im RP möchte ich anmerken, ja? Liebe Fans da draußen, ja? Panda Queen bitte nicht. Wobei von meinen Mods entführt werden, wäre vielleicht auch cool. Das hast du mit Ichson auch schon. Ja. Mit Ichson ist auch nie irgendwie. Ich wollte das irgendwie. Also, ne? Es ist ja cool. Also, eigentlich wünsche ich es meinen Charakteren nicht, aber es wäre schon cool. So, gut. Dann, machen wir mal den. So, und jetzt warte mal. Jetzt gucke ich mal gerade, ob die anderen gesagt hätten, sie hätten Bock.